Ja, wunderbar. Ich sage euch allen nochmal herzlichen guten Morgen an dieser Stelle zu unserem heutigen Live-Trading-Event. Etwas außer der Reihe im Sinne des Feiertages, ja. Deswegen don't drink and trade. Ganz witziges Gimmick in diesem Zusammenhang. Ich weiß nicht, Andreas ist ja schon zugeschaltet. Mein Guter, wie sieht's bei dir aus? Hast du dir irgendwas an den Tisch gestellt, um sozusagen gut in den Tag zu kommen? Wie sieht's da aus? Ja, ich musste am Morgen mich erstmal einigen komischen Blicken erwehren, wie man so schön sagt, weil in Berlin kamen mir alle auf der Gegenspur entgegen, hatten ihre Bollerwagen entsprechend mit Bierkästen präpariert und ich hatte meine vier Monitore drauf und dann natürlich diese zwei Autobatterien, dass alles betrieben werden kann unterwegs. Alles gut. Jetzt sitze ich schön im Büro, habe alles aufgebaut und freue mich auf das Event. Sehr schön, Andreas. Na, das ist natürlich schon ein ehrenwerter Akt von dir, uns heute sozusagen ein heiteres Live-Event zu bescheren. Und ich bin mir da auch sicher, dass du das wirst. Neben den, sage ich mal, Skills, die du hier abfährst, sage ich mal, haben wir sicherlich den ein oder anderen interessanten Austausch auch für die Teilnehmer im Sinne dessen, dass du ja hier schon lange an den Märkten agierst. Ja, also ich sag mal, der ein oder andere wird dich wahrscheinlich auch unter deinem Pseudonym kennen. Das kannst du uns nachher mal zeigen, wo du dich da eigentlich rumtreibst im Internet, wo du da zu finden bist. Weil ich denke mir, Gerne. wer dich noch nicht kennt, der wird dich dann auf jeden Fall heute kennenlernen und auch höchstwahrscheinlich zu schätzen wissen. Ich, meine lieben Leute, möchte euch nur kurz darauf hinweisen, dass wir den Andreas schon häufiger auch bei uns zu Gast hatten, bei verschiedenen Events. Ich benenne da auch nur die IB Days im letzten Jahr. Könnt ihr bei uns auf dem YouTube-Channel zum Beispiel mal hier in der Playlist ein Stück weit rumschauen. Da haben wir ein Live-Event gehabt. Das ist noch gesperrt, das machen wir noch auf, aber hier haben wir einige Videos von den IB Days. Das sind die neuen und das sind aber hier die älteren. Und da ist auch ein Live-Event dabei, wo der Andreas auch was zum Besten gibt. Und da hat er uns auch schon gezeigt, wie er mit dem DAX so umgeht, was er so macht. Letztlich sehr, sehr interessant und mir auf jeden Fall eine Freude, dass wir uns heute hier nochmal zusammenfinden, eben am Feiertag. Auch schön natürlich, dass wir den ein oder anderen Berufstätigen vielleicht für uns heute gewinnen konnten, der dann praktisch heute hier mal die Möglichkeit hat, auch in den Intraday-Verläufen sozusagen mal zu schnuppern. Denn de facto sind natürlich die Märkte offen. Die haben hier keinen Feiertag als solches. Von daher auch gar nicht schlecht, dass wir den heutigen Tag gefunden haben, um sozusagen auch mal anderen Damen und Herren die Möglichkeit zu geben. Wir wollen neben dem Intraday-Trading heute aber sehr, sehr wahrscheinlich auch mal auf das große Bild schauen. Das würde mich auch mal interessieren, wie du, Andreas, dazu stehst im Sinne dessen, dass wir ja nun Allzeithochs noch und nöcher markieren, lange schon in der HOS sind. Das ist sicherlich auch mal so ein Big-Picture-Aspekt, den wir heute in den Fokus nehmen können. Vielleicht auch für Teilnehmer, die dann eben nicht nur Intraday aktiv sind, vielleicht auch mal so ein Setup zu schüren, was man ja auf Tages-Wochenbasis vielleicht kreieren kann. Also da denke ich mal, gehen uns heute auf jeden Fall die Themen nicht aus. Neben dem, dass man natürlich schauen muss, was der DAX macht, also im Kontext dessen, was für Bewegungen wir hier erwarten dürfen. Ihr wisst ja, bei uns hier bei JFD, ich werde auch gleich mal den MetaTrader hochladen, handeln wir mit dem DAX natürlich im 24-Stunden-Modus oder aber Xetra. Das heißt, da geht es jetzt dann gleich los. Andreas, wie gesagt, ich würde dir dann natürlich auch immer das Wort geben, weil ich weiß, dass du schon Feuer und Flamme bist und deine Präsentation im Kopf schon durchlaufen lässt. Handelst du generell den DAX eigentlich im 24-Stunden-Modus oder mehr so den Xetra oder Future DAX CFD sozusagen? Gibt es da bei dir einen Favoriten? Das ist ja so ein bisschen die Ah. Gretchenfrage, welchen DAX handelt man? Also es gibt eigentlich nur einen DAX Das ist und richtig. den DAX gibt es natürlich zu verschiedenen Handelszeiten, manchmal als Indikation, manchmal an börslich orientierten Kursen anhängend, wie Xetra, du bereits angesprochen hattest, das große elektronische Handelssystem startet 9 Uhr bis 17:30 Uhr, danach noch eine Schlussauktion, wo es noch die ein oder andere Kerze geben kann, weil die großen Marktteilnehmer dann in dieser Auktionen ihre Aktienpositionen glattstellen und Positionierung bereinigen, vor allem die End-of-Day-Trader, da kommen wir nachher nochmal dazu, wo die Richtig, ihre richtig. Signale herkriegen. Sehr gut, sehr gut. Und ansonsten muss man als Trader oder als Anleger, der diese Auswahl hat zwischen den verschiedenen DAX-CFDs, dann zu dieser Uhrzeit einfach wissen, dass es einen Switch geben muss, wenn man in dem CFD ist, der eben auf den Xetra DAX notiert, weil der bewegt sich dann ab 17:30 Uhr eben nicht mehr. Dann muss man bis auf den nächsten Tag warten, bis auf 9 Uhr. Deswegen von der Fragestellung her handle ich den 24-Stunden-DAX, aber ich achte natürlich schon auf die Handelszeiten, die durch Xetra eben und durch die höheren Volumina zu den Xetra-Handelszeiten geprägt sind.
Das hast du mal gut gesagt. Aber sehr interessant auch, das ist eben auch bestimmt eine Frage, die dem einen oder anderen Teilnehmer auf der Lippe brennt. Der Punkt ist ja ganz genau der, dass man sich eben fragt, okay, welchen DAX nehme ich denn nun? Das ist eher so eine Gretchenfrage, nach dem Motto, auch handle ich jetzt den CFD oder habe ich ein Portemonnaie für den Future selbst? Das ist natürlich ganz klar. Die Gretchenfrage schlussendlich landet man häufig beim DAX CFD und da ist natürlich die 24-Stunden-Indikation natürlich in der Nacht ein Stück weit tricky, weil es eben, sage ich mal, an der Grundlage schlichtweg fehlt. Wenn die Future-Märkte alle dicht sind, dann ist es natürlich so, dass das indikative Preise sind, die sich sozusagen dann an Fernost orientieren, an anderen Indikationen, die dann wiederum sozusagen auch mehr oder weniger erahnt werden. Und das ist natürlich dann ein Handel, wo man dann in der Nacht auch immer ein Stück weit vorsichtig sein muss und natürlich auch die Spreads in der Regel ein Stück weit aufgehen, weil eben die Liquiditätsanbieter sich da ein Stück weit absichern. Aber lange Rede, Ja, kurzer Sinn. Bitte. um da vielleicht mal rein zu krätschen im positiven Sinne, kann dies natürlich auch ein Pluspunkt sein, der 24-Stunden-Handel. Denn wenn wir solche Reaktionen sehen wie die Wahlausgänge in diesem Jahr, also Trump war letztes Jahr, dieses Jahr die Frankreich-Wahl, das sind ja Kurse gestellt worden, schon bereits Sonntag zu Montagnacht, wo man durchaus reagieren konnte. Und wenn man solche Charts sich anschaut, hatte der DAX ja sogar ein viel, viel höheres Hoch als im Xetra-System verzeichnet. Da war ja in der Nacht schon bei 12.920 in etwa. Und wer dies zum Beispiel als Anlass genommen hat, hier eine Short-Position aufzubauen, der hatte in den 24 Stunden CFD-Indikationen durchaus Vorteile. Da hast du wohl recht. Es muss nicht immer ein Nachteil sein. Das ist auch häufig der Fall. Natürlich, wenn Leute, sage ich mal, an der einen oder anderen Stelle ausgestoppt werden, dann muss man aber natürlich auch immer ganz klar Revue passieren lassen, dass es auf der anderen Seite sicherlich auch Leute gibt, die dann, wenn der eine ausgestoppt Einstellen. wird, auf der anderen Seite in den Take-Profit läuft oder andere Sachen. Definitiv, Richtig. definitiv. Andreas, wie gesagt, jetzt startet der Markt gleich, denke ich mal, wo die Zuschauer auch drauf brennen. Und da gehen wir jetzt, sage ich mal, in den nächsten Stunden. Wir haben ja heute, sage ich mal, uns so 9 bis 10 Stunden am Männertag vorgenommen, wo wir Sie da heute beschallen mit dem Webinar. Nehmen Sie da also viel Zeit, bestellen Sie die Pizza, legen Sie sich dann ein Fass Bier daneben. Würde heute länger werden. Andreas hat gesagt, er will hier straight durchziehen von 8 bis 20 Uhr. Ich musste ihn da schon auf 10 Stunden runterhandeln, aber wir werden, denke ich mal, trotzdem die Zeit hier gut rumbringen, Andreas, ne? Und Ja. da es jetzt gleich losgeht, würde ich dir den Bildschirm gerne mal geben und vielleicht, dass du uns so ein Stück weit mal erzählst, so deine Vorgehensweise magst. Ich weiß jetzt nicht, ob du unbedingt jetzt scharf traden magst oder schon was gefunden hast, aber vielleicht so, wie bereitet sich der Andreas so in seinem Daily Business oder wenn er denn den Intraday-Chart sich unter den Fokus nehmen will, vor. Das wäre jetzt, denke ich mal, ein Punkt, wo sicherlich interessant ist. Von daher, Andreas, bist du bereit, dass ich dir den Bildschirm mal rüber switche? Ja, switch ihn rüber. Ich habe freigeräumt auf dem Schreibtisch. Ist noch eine Ecke bereit. Okay, pass auf, müsste gleich losgehen. Check mal, jetzt schauen wir mal. Das Thema ist ja auch DAX Scalping. Ich sehe es auch gerade wieder beim heutigen Live-Event, weil nämlich der Andreas bekanntermaßen sehr, sehr aktiv im kurzfristigen Timeframe ist. Und wir hatten ja bei dem einen oder anderen, da ist es, jawohl, Andreas, Bild ist gut zu sehen, bei dem einen oder anderen Live-Event, wenn ich das kurz noch vorwegnehmen darf, eben hier ja, eine Trade-Frequenz, die manche Algos ja nicht abfeuern. Ja, also das ging deutlich in den dreistelligen Bereich. Und dahingehend Hut ab, Andreas, ne? Mal sehen, was wir heute machen. Es geht heute nicht um Trade-Frequenzen oder um viele Trades, sondern vielmehr eben um deine Skills, die du so hast. Aber jetzt will ich dir das Wort eigentlich mal übergeben, da du ja hier schon den Screen hast. Ja, ich freue mich auf die Stimme im Hintergrund von dir. Wir werden, denke ich mal, auch von deiner Erfahrung und vor allem von der Expertise direkt aus dem Haus JFD Brokers präsentieren, profitieren können, so dass du uns vielleicht die ein oder anderen Kniffe in der Handelsoberfläche zum Beispiel nochmal zeigen kannst. Da sind ja, denke ich mal, auch sehr, sehr viele darauf gespannt. Das Handbuch selbst hatte ich mir natürlich auch schon vor Jahren ausgedruckt. Zum einen nur von MetaTrader. Da musste ich dann zwei, dreimal das Papier wechseln im Drucker. War doch etwas umfangreicher. Okay. Na gut, ich habe noch so einen alten Ja, Nadler ich und wollte gerade sagen. da rattert er etwas. Auf jeden Fall, als dann der Strom auch wieder für die anderen Gerätschaften ging, habe ich mich rangesetzt und da hat JFD ja auf der Webseite selbst
sehr, sehr viele Add-ons und Tools, die man nochmal extra auf den MetaTrader, auf den, wie ich ihn nenne, nackten MetaTrader drauf installieren kann, damit das Ganze professioneller aussieht, weil der normale MetaTrader, ich zeige Ihnen mal ganz kurz, wie er nach der Installation aussieht, der erinnert so ein bisschen auch an die 90er, also so diese Phase so kurz nach Nintendo, als dann Donkey Kong vorbei war, konnte man dann solche Grafiken erkennen. Bisschen Retro, genau. Ich habe in einem Chart ein bisschen Farbe reingebracht, nur um zu testen, ob der Monitor noch funktioniert. Weil ansonsten denkt man oftmals, oh, schwarz-weiß, was ist da kaputt? Auch das kennen wir als Kinder des Ostens, mein Großer. Das kennen wir auch, natürlich. Aber das ist alles lange her. Mittlerweile kennen wir auch die ganzen Südfrüchte und freuen uns auch über die Vorteile, die es gibt. Ja, hat alles Vor- und Nachteile. So ist es auch im Trading. Ich beginne den Trading-Tag in der Regel mit einem kurzen Blick auf die Märkte und das kann man natürlich auch ohne MetaTrader erleben. Also da bin ich beispielsweise bei Finanztreff sehr, sehr gut aufgehoben, wo man Realtime-Indikationen sieht, wo man erstmal die News, die Top-Themen aus den Nachrichtenagenturen, die Indikationen sieht, wo man vielleicht auch sieht, was die anderen so geschrieben und verfasst haben, wo man natürlich auch von JFD die letzten Webinare sich nochmal anschauen kann. Also auch dieses Webinar, denke ich, wird es in der Aufzeichnung geben, vielleicht auch mit einer Neuvertonung. Kam etwas hinzu, es gab einen Systemton. Oh, nee, alles gut. Alles gut. Ja, ich weiß nicht, ob das Ganze nochmal nachvertont wird mit den Synchronstimmen von George Clooney und Gordon Gekko oder ob wir unsere Stimmen drinnen lassen. Christian, das musst du dann nochmal mit der Regie abstimmen. Das wird geprüft. Sehr gut. Und direkt unter den Videos natürlich auch eine kleine Werbung für die dann schon Gewinne erwirtschaftet haben an der Börse. Da kann man das Ganze natürlich auch auf dem Girokonto, wo es grandiose Zinsen gibt, anlegen oder aber das Geld versuchen zu vermehren. Klar, also es ist immer ein Versuch. Es gibt immer Chancen und Risiken am Aktien oder allgemein an der Börse, am Markt. Das können wir nicht totschweigen. Das wollen wir auch nicht schönreden, in keinster Weise. Also Verluste gibt es selbstverständlich. Die Nachschusspflicht gibt es nicht mehr. Und da kam ja dieses BaFin-Urteil oder die Guideline, wie man so schön sagt, in den letzten Wochen über alle Nachrichtenticker, dass die Nachschusspflicht komplett abgeschafft werden soll. Und auch da ist, glaube ich, JFD so ein bisschen Vorreiter, oder? Jetzt ist der Chris nicht mehr da. Doch, der Chris ist da. Der lauscht deinem Gesang, mein Guter. Und im Grunde genommen, die Nachschusspflicht, richtig, dass du es ansprichst an dieser Stelle, tatsächlich hat die zypriotische Regulierungsbehörde hier, die CISEC, auch schon vor der BaFin da praktisch reagiert. Und auch, man muss natürlich sagen, viele, und da hatte ich auch unlängst schon mal das Vergnügen in einem Webinar, teilzunehmen oder eine Aufzeichnung mir anzuschauen, wo der ein oder andere über Zypern geschimpft hat. Man muss ganz klar sagen, die CISEC, die zypriotische Regulierung, die hat im Übrigen die binären Optionen schon verboten in Zypern, hat auch solche Werbegimmicks schon verboten und die Regulierungsbehörde dort dreht sich ganz schön akut gegen eben unlauteren Wettbewerb und ein Narr, wer denkt, dass alle, die in Zypern sind, hier von der schlechten Wiese kommen sozusagen. Man muss ganz klar sagen, Zypern ist ein Eldorado für den Forex-Markt. Dort ist der zweitgrößte Forex-Hub Europas. Ich kann es nur mal wieder sagen. Das heißt, Zypern hat da wirklich eine Adresse. Und ja, es gibt oder gab in der Vergangenheit da auch viele, viele schwarze Schafe. Aber JFD Brokers gehört mit Sicherheit nicht dazu. Wir haben noch keine Klagen oder dergleichen. Wir sind ja transparent. Dafür stehen wir auch. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, mit der Nachschusspflicht haben wir dann sozusagen da auch uns natürlich an die Regulierungsbehörde behalten und schon Ende Januar hier unsere Systeme umgestellt dahingehend, dass eben die Trader sozusagen nicht mehr verlieren können, als dass sie einzahlen. Und das ist ja praktisch genau das, was du sagst. Die BaFin hat das entsprechend letztes Jahr schon angekündigt, hat es jetzt so ein Stück weit dann nochmal konkretisiert. Es ging ja auch möglicherweise um ein Verbot des CFD-Handels im Allgemeinen. Was ich nicht verstehe, ist, dass praktisch die binären Optionen sozusagen hier noch am Start sind, weil das, meine lieben Leute, ist für mich nun wirklich Casino, weil da gibt es nun wirklich keinen Präsenzmarkt für. Ich meine, auch CFDs sind OTC-Produkte, also die, sage ich mal, außerbörslich gehandelt werden. Dennoch sind binäre Optionen nun wirklich eine Riesenspielerei und das zeigen auch Statistiken und andere Auswertungen und gerade eben eine binäre Option ist nun wirklich ein Produkt, was angeboten wird, um sozusagen natürlich
das Geld des Anlegers oder des Investors sozusagen einzusaugen. Und auch wenn man dann eine gewisse Zeit lang profitabel sein mag, auch hier sind viele Bots und Algos am Start, man wird die binären Optionen nicht schlagen können. Und der Witz ist eben, dass die nun wirklich auch gar keinen Referenzmarkt als solchen haben, sondern das tatsächlich mehr so eine Art Casino-Modell ist. Und diese gibt es, wie gesagt, in Zypern als solches nicht mehr. Und da wird auch ordentlich aufgeräumt. Und ja, JFD hat da, wie gesagt, als erster Broker, der hier in Deutschland aktiv ist, die Nachschusspflicht schon längst abgeschafft, während andere jetzt ihre Mechanismen in dieser Richtung sozusagen justieren und sich aufstellen. Wer es denn dann in 3 Monaten nicht hat, der darf dann sozusagen auch den CFD-Handel nicht anbieten. Und ganz kurz, aus Anlegersicht, also Tradersicht, ist das sicherlich zu begrüßen, aus Sicht eines Brokers nicht, denn man muss ganz klar sagen, an welchen Märkten gibt es denn kostenlose Kredite ohne Risiko? Ja, also der Terminmarkt als solcher, der Future-Markt, da gibt es die Nachschusspflicht auch vor dem Hintergrund, dass man dort eben mit einer Marge, mit einem Hebel arbeitet, um eben, sage ich mal, kleinere Bewegungen mit kleineren, oder kleine Bewegungen mit kleineren Kapitalsummen groß auszunutzen. Und das ist im CFD-Bereich oder auch Forex-Bereich nicht anders. Und der Broker gibt sozusagen dem Trader ja hier einen Kredit über seine Anlagesumme eigentlich hinaus. Und deswegen aus Sicht des Anbieters, des Brokers, ist es eigentlich kaum nachvollziehbar, weil wenn man schon ins Risiko geht, muss man sich auch dessen bewusst sein, dass man hier, wenn man mit einem hohen Hebel spekuliert, auch mehr verlieren kann, als man einsetzt. Aber nichtsdestotrotz, wir haben Sicherheitsmechanismen, die auch damals schon 2015 bewiesen haben, dass wir da gut aufgestellt sind, im Prinzip auch reagieren können. Das heißt, wir werden hier sicherlich da im Notfall, wenn denn ein Anleger da wirklich mal in Schieflage gerät, auch rechtzeitig sozusagen unsere Stop-Out-Systeme aktiviert wissen. Und da geht im Prinzip sozusagen nichts schief. Aber Andreas, sehr interessante Anmerkung. Jetzt habe ich mich schon wieder ein bisschen im Wortschwall verloren. Aber dafür sind wir ja auch da. Ich will eigentlich auch wieder zurück zu dir geben, sonst wird das hier ein Monolog. Nein, nein, alles gut. Es ist ja als Dialog auch geplant. Wir standen ja quasi beide auf dem Flyer und die Menschen kommen jetzt nicht nur wegen mir in das Webinar, sondern auch wegen deiner Expertise. Vielleicht noch eine Anmerkung, dieses Wort Optionen, binäre Option, also dieses zweite Wort Option, das suggeriert so ein bisschen, wie soll ich sagen, Seriosität, weil ja Optionen ist eigentlich ein Instrument, was an der Börse gehandelt wird, wo man auf einer Stufe steht. Also wenn jemand ein Optionenkonto aufmacht, muss er auch entsprechende Sicherheitsleistungen hinterlegen. Optionen werden vor allem im Versicherungsbereich oder auch im Handel an sich, also in dem großen Handel zwischen den großen Handelsintermediären betrieben, um einen Wert abzusichern, zum Beispiel DAX-Optionen zu einem bestimmten Verfallstag abzusichern. Und der Preis von Optionen bestimmt sich, also die Optionen sind standardisierte Börsenkontrakte. So viel dazu, die werden von der Börse ausgegeben, in Deutschland von der deutschen Terminbörse, also von der Eurex. Wenn man ein Eurex-Konto, eine Zulassung dort hat, darf man diese Option handeln und Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Viele verwechseln Optionen und auch hier muss ich vielleicht ganz kurz darauf eingehen, dass ich auch in meiner langen Laufzeit an der Börse als Referent an der Universität in Berlin als Referent tätig bin. Also ich bin einer der Veranstalter, der den Börsenführerschein mit herausgibt. Das ist so eine Reihe von 7 Veranstaltungen jedes Semester, Sehr wo gut. die interessierten Studenten dann quasi am Ende gebrieft sind über alle möglichen Börsenprodukte und können dann nicht im Sinne von Führerschein losziehen und sagen, ich möchte jetzt der große Händler, der große Trader werden, sondern eher im Sinne von, ich habe einen Rundumblick und alles schon mal so ein bisschen gehört. Ja, und da ist eine der Fragen auch in der Prüfung, die jedes Jahr wiederkommt. Deswegen erzähle ich hier jetzt kein Geheimnis, was der Unterschied zwischen Optionen und Optionsscheinen ist, denn das wird oftmals durcheinandergebracht. Und nur ganz kurz, Optionen sind eben dieses standardisierte Börsenprodukt, wo man auf einer Schwelle mit einer deutschen Bank, mit dem irgendeinem Großstahlkonzern oder Aluminiumkonzern, Alcoa, Optionen und so weiter handelt, die das als Absicherungsinstrument nutzen. Und man selber vielleicht als Spekulationsinstrument. Im Gegensatz dazu gibt es die Optionsscheine. Das sind Dinge, die Banken ausgeben, also ein Emittent, zum Beispiel die Deutsche Bank, die Commerzbank, Vontobel und so weiter. Also die verbriefen quasi in kleinen Einheiten auch eine Art Wette auf die Zukunft, also zu einem bestimmten Stichtag, da gibt es wieder europäische und amerikanische Optionsscheine. Da möchte ich auch nicht so sehr aufs Detail eingehen, sondern nur den Unterschied herausarbeiten, dass man bei Optionsscheinen im Pricing immer darauf angewiesen ist, welchen Preis gibt einen der Emittent.
Ja, und da der Emittent am längeren Hebel sitzt, Hebel in Anführungsstrichen, kann er natürlich auf den Preis eine Menge Dinge anwenden. Also da fließen ganz viele Kennzahlen mit ein. Da kommen dann die Griechen ins Spiel, also nicht Malta oder Zypern, auch nicht die Griechen von den ganzen Inseln, sondern Omega, die Griechen ne? im Sinne von Omega, Theta, Rho, Gamma, implizite Volatilität und so weiter. Und da gibt es, wenn man bei Amazon sucht über Optionsscheine, findet man, glaube ich, über 300 Bücher. Ich denke, die können wir heute noch durchgehen, oder Chris? Da muss ich mir da mal ein paar bestellen. Da muss ich dir tatsächlich sagen, wir werden jetzt, wie gesagt, dann den Markt uns gleich zuwenden, ganz klar. Aber Jens schreibt auch gerade im Chat schon, dass das tatsächlich ein Stück weit eben suspekt ist und ganz klar ist, ein Optionsschein aus meiner Sicht, also wie gesagt, eine Option gebe ich, das ist eine andere Liga, ja, aber so ein Optionsschein an sich ist so ein intransparentes Produkt. Ich habe in meinen Anfängen des Tradings auch mit Optionsscheinen gearbeitet, weil es früher auch gar nicht so viele andere Produkte gab. Aber man muss sagen, so ein CFD an sich ist dann natürlich vom Transparenzgrad her schon ein ganz anderes Level und deswegen hatte ich damals auch die BaFin nicht verstanden, dass die als binäre Option zum einen und zum anderen eben die CFDs da ein Stück weit verklagt habe. Wenn ich denn dann eben in Richtung Optionsscheine schaue, dann fehlt mir da tatsächlich noch viel mehr die Transparenz und eben da sind auch teilweise eben die Preisausfälle zu Volatilitäten, zu volatilen Marktgeschehnissen beinahe Standard. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, als ich damals in den Anfängen der 2000er mit Optionsscheinen gehandelt hatte, zu den Non-Farm-Payrolls zum Beispiel, ja, da gab es einfach mal 15 Minuten lang keine Preise. Ja, da konnte ich beim Emittenten, also bei der Bank selbst direkt den Kurs abfragen, damals noch vom Direktkonto aus. Das war ja schon ein Highlight an sich, dass man Realtime-Kurse sozusagen gestellt bekommen hat. Ja, aber dann gab es dann mal 10, 15 Minuten keinen Kurs. Und dann, als er wieder kam, war er plötzlich 100% in die eine oder andere Richtung gelaufen. Und das sind die Abenteuer eines Optionsscheins. Das ist heute alles ein Stück weit anders. Und deswegen muss man auch sagen, klar, der Markt entwickelt sich, man muss sich anpassen und die Regulierungsbehörden meinen es sicherlich ja auch nicht schlecht für den Anleger. Ja, aber so rein eben aus Brokersicht ist es eben ein bisschen, sage ich mal, kritisch zu hinterfragen, da die Anleger aber eben meistens dann mancherorts eben doch unvernünftig hochgehebelt und eben mit dem Casino-Modell All-in-One, also ich gehe hier rein und mache hier meine Verdoppelung des Kapitals oder noch mehr, dann eben teilweise zu viel riskieren, wollen sie den Anleger ja letztlich schützen. Also insofern, Schwamm drüber, der Markt ist entscheidend und der bewegt sich. Andreas, du hast dir sozusagen am Morgen dann erstmal immer, oder verschaffst du dir jeden Tag am Morgen einen Überblick über News, über die Geschehnisse in Asien, wie sind die Amerikaner rausgegangen aus dem Markt und dann gehst du sozusagen dann an den nackten Chart zunächst oder wie sieht's aus? Genau, also letzter Satz zu Optionsscheinen, dann lassen wir das auch, weil das wirklich ein vertiefendes Thema ist. Du hast 300 Bücher angesprochen, ne? Ich habe 300 Bücher angesprochen. Viele denken, dass die mit einer Optionsscheinauswahl, und auch das findet man natürlich auf Finanztreff und anderen Finanzwebseiten, dass man mit 2, 3 Klicks das richtige Produkt findet und dann geht es schnell zur Sache. Aber 99, da weiß ich die Nachkommazahl nicht, aber es nähert sich der 100% der Optionsscheine werden am Ende wertlos ausgebucht. Also das heißt, dass derjenige, der die Optionsscheine gekauft hat, entweder hat er etwas abgesichert, dann ist es ihm egal, weil der Schadensfall nicht eingetreten ist, wie bei einer Privathaftpflicht. Dann ist das Geld weg, aber es gab keinen Schaden. Oder aber, das sind, denke ich mal, von uns die Mehrzahl der Trader und Anleger, er hat auf etwas spekuliert, was nicht eingetreten ist. Und wenn dann der Optionsschein über die Laufzeit, und das ist auch so eine Scheinsicherheit, ja, mein Optionsschein läuft ja irgendwie noch 6 Monate, bis dahin wird der Crash, du hattest es ja angesprochen, ständig neue Allzeithochs, man kann sich dann schon einen Optionsschein kaufen, liegen lassen. Das wird nicht besser dadurch. Also das ist wie Brot im Küchenschrank, es wird einfach nicht besser. Ja, ja die Erfahrung, also ich muss sagen, da habe ich auch ziemlich viel erlebt, bevor ich dann tatsächlich mich auch dem Forex-Markt selbst scharf zugewandt habe. Da habe ich damals auch viel gehadert mit, ob ich das machen soll, Haifischbecken und man weiß nicht, hier die ganz großen Banken und kann ich da überhaupt mitmachen und was weiß ich. Und 2007 habe ich dann tatsächlich mein erstes Forex-Konto in den USA eröffnet und das war schon ein anderes Feeling. Ja. 24-Stunden-Handel, die Preise tickerten. Ich will nicht den Broker nennen, den ich damals hatte, der ist heute in den USA nicht mehr aktiv, darf es nicht mehr sein. Also insofern war es aber einfach damals ein Zugang für mich zum Markt, wo ich gesagt habe, hey, das ist interessant. Ja. Und das war natürlich schon ein ganz anderes Level in Sachen Transparenz, weil ich hatte einfach rund um die Uhr einen Preis, ich hatte rund um die Uhr einen Chart, ob der Preis natürlich dann
Schrägstrich Market Maker, Direktmarktzugang, es sind ja immer zwei Paar Schuhe. Nichtsdestotrotz war das einfach schon mal ein Quantensprung in Sachen des Tradings. Und heutzutage, wie gesagt, wenn man da als Broker da auch ein Stück weit die Transparenzfahne hochhält und eben sagt, Jungs, ich trade nicht gegen euch, ich nehme die Orders nicht ins eigene Buch und mache euch auch keine, sage ich mal, Fantasiepreise, sondern gebe euch das durch, was aus dem Liquiditätspool kommt, dann ist das doch eine super Sache. Und dann kann man eben auch an den Märkten gut hantieren. Das ist ganz klar der Fall. Genau, und wie du vorhin schon anmerktest, die Preise gelten ja für alle Kunden. Also es ist nicht so, dass der Broker, so schlecht oder gut er auch sein mag, dem jeweiligen Trader andere Kurse stellt als dem Trader, der im Nachbarraum sitzt, sondern die Preise sind ja für alle entweder gut oder schlecht oder entweder marktnah oder schwanken Exakt. etwas um den Exakt. Marktkurs. Ja, und dass das einen freut, ist das anderen leid quasi. Also derjenige, der vielleicht nachts ausgestoppt wird, weil er einen zu engen Stopp hatte. Auch hier ist ja der Trader quasi derjenige, der den Stopp eingibt und nicht der Broker. Also wenn der Stopp getroffen wird, hat man als Trader ja mindestens eine Mitschuld, sage ich immer. Das stimmt Das wohl. denkt sich ja keiner aus, wo man den Stopp setzt, sondern nur man selbst. So kann es genauso eine sogenannte Abfischorder sein, die man in den Markt gelegt hat, um vielleicht an einer Unterstützung oder an einem Widerstand ausgeführt zu werden. Und wenn dies nachts passiert und man wacht früh auf und hat eine ausgeführte Order mit Profit schon im Depot, dann schmeckt der Kaffee doppelt so gut, denke ich. Ja, das ist immer genau das Anekdote. Wir müssen dann aber direkt mal zum Markt switchen. Oh ja, aber du siehst, Andreas, da ja. habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Das ist eben wie, das ist ja auch eine Art Traders Talk, meine lieben Leute. Also es soll ja darum gehen, dass wir ein Stück weit aus dem Nähkästchen plaudern und dann natürlich auch zeigen, wie wir so an den Märkten vorgehen. Andreas ja speziell, wie gesagt, ist sehr indexspezifiziert. Ich selbst habe mich ja damals, wie gesagt, da hat es gerade gesagt, mein erstes Forex-Konto 2.7, davor habe ich mit Optionsschein Knockouts versucht, den Markt sozusagen zu catchen, was mir weniger gut gelang, weil eben da auch die Pricings und das Ganze drumherum nicht so passte. Das hat sich dann aus dem Chart heraus handeln und im Weiteren dann wesentlich verbessert. Damals hatte man, wie gesagt, ja auch nur die Order-Ausführungsplattform beim Broker. Das heißt, einen Chart hatte man irgendwo links nebenan und dann hat man über den Broker dann sozusagen oder die Bank als solches dann seine Order abgefeuert und den Knockout oder auch den Optionsschein gekauft. Aber im Grunde genommen war das natürlich nicht synchron. Heute hat man das ja, wie das auch bei deinem Bildschirm auf der JFD-Plattform zu sehen war, ja alles in einem. Und das ist, wie gesagt, im Vergleich zu, ich sage jetzt mal, 10, 15 Jahren, ein riesen Quantensprung schon, das Traden aus dem Chart heraus. Heute völlig normal, das war damals jetzt gar nicht so Uso. Oder wie war es bei deinen Anfängen? Ja, bei meinen Anfängen war es auch mit den Realtime-Kursen so, das kann ich auch offen sagen. Also ich habe bei einer größeren deutschen Online-Bank gehandelt, da gab es pro Tag 100 Realtime-Kurse zur Verfügung. Und man hat, wenn man auf Aktualisieren gedrückt hat, also nicht dieses Push-Verfahren, was wir jetzt kennen, dass immer der Kurs automatisch pusht, sondern man musste einen Knopf drücken, um einen neuen Kurs zu holen. Der war dann Realtime. Und wenn man 100 Mal gedrückt hat, war das Kontingent für den Tag erschöpft. Man konnte das Kontingent aufladen mit Trades, klar. Also jede Order hat dann 20 oder 30 neue Realtime-Kurse freigeschaltet und so bin ich auch dazu gekommen, in engen Timeframes zu handeln, weil ich einfach auch die Realtime-Kurse wollte. Also das war schon, ging schon in Richtung Nintendo Next Level freischalten, Herzen sammeln und so weiter. Irgendwann wurde das dann freigeschaltet und es gab immer noch über dieses kleine Pop-Up-Fenster diesen Button neuen Kurs anfordern und kenn ich. Gott sei Dank hatte ich an der Uni, wo ich dann anfing zu studieren, einen Kollegen, der Informatik studiert hat und der hat mir so ein ganz kleines Tool geschrieben, das immer der Browser sich refreshed hat, also so, dass ich nicht meine Fat Fingers auf die F5-Taste legen musste, um das Browserfenster wieder zu refreshen. Kenn ich, lief das ganz gut und dann hatten genau diese Gimmicks, haben dann die Broker natürlich für sich entdeckt und haben das irgendwann in Push umgewandelt, aber ich glaube, wir waren die Vorreiter. Irgendjemand muss ja immer den Anfang machen, das ist natürlich ganz klar. Ne? Ja. Also ich sag mal, aber das sind genau die Erfahrungen, die man dann hat zu sammeln müssen, wenn man den Realtime-Kurs haben wollte, ist heute kaum mehr vorstellbar. Aber es sind so die Anekdoten aus der Vergangenheit. Und ganz kurz zu Jay oder Carstens, ich habe kurz zwei Fragen. Also eine hier, was schlagt ihr denn vor, wenn man Anfängern der Option oder ein Anfänger im Optionshandel ist, sich den Markt zu nähern? Also Carsten, das ist eine sehr spezielle Frage. Also Optionen sozusagen selbst zu zeichnen, Optionen auszugeben oder sich dem Optionsmarkt zu nähern, ist sicherlich ein sehr, sehr interessantes Thema. Also Optionen hatte ich auch selbst mal ein Seminar, ein längeres dazu besucht.
macht wirklich Sinn. Also es ist auch ein sehr, sehr interessanter Markt, auch ein Markt, der mit hoher Trefferquote daherkommt, wenn man selber Optionen ausgibt. Also es ist ein interessanter Markt, aber das Thema würde hier den Rahmen als solches sprengen. Vielleicht, Andreas, kannst du gleich kurz was zu sagen. Merk dir mal das Thema Anfänger der Optionen. Wie kann man sich so nähern? Vielleicht sogar mit einem Börsenführerschein, wo du gerade vorhin gesagt hast. Ja. Ansonsten noch eine Frage kurz zu Jay. Ich gebe dir recht, der CFD-Markt ist sicherlich eben OTC-Markt unreguliert und deswegen auch ein Stück weit tricky, die Nachschusspflicht. Insofern hier, dass die aufgehoben wurde, ja durchaus nachvollziehbar. Ich gebe dir dahingehend recht, aber es ist eben auch immer die Frage, wie der Broker sozusagen die CFDs anbietet. Weil nämlich alles Inhouse-Produkte, selbst geschürte Scheinchen, um eben gegen den Kunden zu handeln und dann eben noch eine Nachschusspflicht einzufordern, das ist wirklich ein Stück weit tricky. Aber eben Broker, die die Orders an den Markt weitergeben und sozusagen intermediär handeln als Vermittler, haben hier eben dann immer doch noch ein größeres Risiko. Nichtsdestotrotz, wer die Sicherheit am regulierten Markt sucht, der hat natürlich dann auch hier den Zugang zum Future-Markt. Allerdings brauchst du da eben auch Konto-Size. Du hast dort auch keinen Spread, der im Bereich von einem Pip, Schrägstrich, einen Punkt ist. Ja, der DAX-Future ist jetzt nun auch nicht der liquideste Markt. Also ich sag mal, der S&P 500-Future hat da schon eine ganz andere Hausnummer in Sachen Kontrakten, die da auf Price-Levels durchgehandelt werden. Ich denke, der DAX ist da und der Mini-DAX schon mal gleich gar nicht. Da hat man mit Spreads, ich meine, die gehen in Richtung 2-3 Punkte. Ja? Das heißt, du liegst gleich mal 2-3 Punkte hinten, wenn du so einen DAX Future kaufst oder einen DAX Mini Future. Das sind schon ganz, ganz andere Hausregionen. Da muss man eben immer wirklich vergleichen, was suche ich, was will ich. Aber ich gebe dir recht, das CFD-Pricing ist ein Nährwert an den Markt und da orientieren sich alle CFD-Anbieter an dem Future. Und da hatte ich auch unlängst eine große Diskussion, wo es darum geht, warum unser Xetra DAX, sage ich mal, jetzt 3-4 Punkte von dem Xetra weg ist, der hier irgendwo Realtime eingespult wird. Da muss man sagen, den Xetra als solches, das ist eine Indikation, das ist ein Produkt. Den Xetra kannst du als solches nicht handeln. Das ist die Summe der 30 Aktien, der eben hier 9 Uhr tickt. Und dann muss man auch wissen, dass das Ganze erst anfängt zu ticken, wenn mindestens 15 Aktien den ersten Kurs haben. Wenn die nach 9.01 Uhr nur 12 Aktien in den Kurs gestellt haben, dann tickt der Xetra DAX auch nicht los. Und der CFD als solcher wird schon seit 8 Uhr oder im 24-Stunden-Modus durchweg gehandelt. Ja, das heißt, da gibt es natürlich auch immer wieder ein Stück weit Preisdifferenzen. Aber dazu werden wir im kommenden Monat übrigens nochmal ein Webinar ansetzen, wo wir das mal ein Stück weit aufweichen, nach dem Motto, warum gibt es da hin und wieder Preisunterschiede, wie ist das zu erklären, etc., etc. Das wollen wir heute gar nicht machen. Heute wollen wir uns dem Live-Event, wie gesagt, zuwenden und eben jetzt hier auch mal sehen, was der Markt hergibt. Also Währungsmarkt ist heute wieder ein Stück weit bescheiden, das kann ich euch gleich mal sagen, in meinem Overview am Morgen. Also Schweizer Franken hat Bewegung, auch Pfund ein Stück weit, aber unser Euro aktuell 27 Pips unterwegs. Der Pip oder also der Pip ist praktisch der Punkt beim Forex-Markt. Die Pipette ist dann die Nachkommastelle, wenn man so will. Die fünfte Nachkommastelle dann. Da ist jetzt aktuell noch nicht so viel los, wobei ich habe gesehen bei mir im Stream, die Martha, eine Rainbow-Traderin eines früheren Seminars von mir, ist hier wieder mal aktiver geworden und die hat hier schon reichlich Trades abgeführt. Mit der Martha werden wir auch mal ein Live-Event wieder machen. Die ist nämlich hier viel im 1-Minuten-, 5-Minuten-, 15-Minuten-Chart unterwegs und feuert hier regelmäßig am Forex-Markt ab. Sehr, sehr interessant. Aber Andreas, dir gehört heute die Bühne. Heute am Männertag. Prosit in die Ferne. Wir sind, oder ich bin ja am Outback Münchens, also Grüße aus dem Süden, da wo die Bierfront sitzt sozusagen, in den Norden zu dir hoch. Also weiter geht es ja fast gar nicht auseinander. In die Hauptstadt des Nordens, von der Hauptstadt des Südens sozusagen, würde ich jetzt gerne mal sehen, was du sozusagen machst, wenn du dir den DAX mal anschaust und versuchst, hier und da vielleicht eine Tagestendenz abzuleiten. Denn du schießt ja auch Analysen bzw. Comments raus, also machst sozusagen Tageseinschätzungen im Intraday-Bereich und handelst natürlich selber auch. Klar, vielleicht noch der letzte Punkt zum DAX, weil immer gesagt wurde, was ist denn der Future, macht der Future Sinn und so weiter. Der Future oder was man bewegt im DAX Future, wenn man einen einzelnen DAX Future kauft, bewegt sich ja im Konto pro Punkt der Kontosaldo um 25 Euro. Das ist ja so diese Richtgröße. Und das entspricht ja letzten Endes 25 CFDs. So, also wer dieses Risiko oder diese Bewegung im Konto von 25 Euro pro Punkt nicht aushält, wegen Rumrutschfaktor, wegen einer schlechten Internetverbindung, weshalb auch immer, der kann ja genauso 24 CFDs handeln, da ist man ein bisschen unterm DAX Future und so kann man sich den DAX Future ja weiter aufsplitten, also man muss nicht sagen, ich handle gar nicht, sondern man kann über das Handelsinstrument CFD sich den Markt erschließen und kann es besser portionieren und sich
positionieren, wie man so schön sagt. Und genau das ist auch der Grund, warum ich seit über 20 Jahren am Markt aktiv bin und auch CFDs handle, weil diese Frage kriege ich öfters gestellt. Andreas, warum handelst du denn CFDs irgendwo in Zypern oder sonst wo? Warum handelst du denn nicht nur den DAX Future? Ja, der DAX Future ist eben nicht immer liquide. Der hat manchmal einen Spread von 2 Punkten. Bei CFD kriege ich den 1-Punkt-Spread immer. Also korrigiere mich, wenn es nicht so ist. Ich habe immer einen Punkt gesehen bisher. Der ist fixiert mit dem Liquiditätsprovider. Das ist genau richtig, wie du sagst. Das ist so ein Agreement mit unseren Liquiditätsanbietern, dass wir den Spread sozusagen fixen. Ja, genau. Ja, und das ist eben der Vorteil für mich. Ich komme schnell rein, ich komme schnell raus. Das sind Sachen, die man natürlich auch in Berlin im KDW beim Einkauf schätzt. Schnell rein, Parkplatz finden, einkaufen, schnell wieder raus, weil ich bin nicht der Einkaufstyp. Das mache ich nur der Dame zuliebe. Schöne Grüße. Sie ist heute leider nicht dabei, sondern hat auch ihre Pflichten, natürlich. Am Vatertag muss ja auch jemand andere häusliche Aufgaben erledigen. Hört, hört. Das ist nicht sexistisch gemeint, das war einfach die Aufgabenteilung heute. Eine Anerkennung an die Frauenfront. Ganz kurz eine Anerkennung an die Frauenfront. Genau. Vatertag. Wir hatten ja erst vor kurzem am 14. den Muttertag, ganz klar. Wir sind auch durchaus mit einigen Damen bewandert, wenngleich ich heute in der Übersicht hier ja wieder einen großen Männerüberhang sehe. Und das ist aber trotzdem umso erstaunlicher, dass eben hier am Vatertag Don't Drink and Trade eben hier tatsächlich so viele eingefunden haben. Daher nochmal danke an dieser Stelle. Es ist, wie gesagt, ja, ich will nicht sagen, eine Anmaßung unsererseits, euch hier am Feiertag da sozusagen zu beglücken. Aber es ist natürlich so, dass wir hier ja am Feiertag eben auch die Option gesehen haben, dass viele frei haben und eben auch hier die untertags sonst kaum die Märkte beobachten können, im Prinzip so auch zuschauen können. Zudem gibt es auch die Aufzeichnung, gleich um die Frage zu beantworten. Natürlich gibt es das im Nachgang auch auf unserem YouTube-Channel zu sehen. Und da würde ich mich natürlich auch freuen, wenn der ein oder andere dann seinen Daumen hoch setzt, aufgrund der Ausführungen vom Andreas, beziehungsweise dessen, was wir hier sozusagen heute uns noch erarbeiten. Und wir müssen mal sehen, wie der Markt halt mitspielt. Das ist natürlich die Voraussetzung. Genau. Und Markt war das Stichwort. Ich habe jetzt sehr viele einleitende Worte gesagt. Ich werde auch noch ein bisschen was zu meiner Person einstreuen, aber natürlich ist die Grundintention, warum wir uns heute hier zusammengefunden haben, nicht, weil wir alle trockene Alkoholiker sind und dem Alkohol abgeschworen haben und müssen uns verstecken. Nein, das ist nicht der Hauptgrund, der Grund, sondern wir schauen uns direkt die Märkte an. Und hier hat der DAX sich ja schon ein bisschen bewegt. Wie gesagt, die ganzen Indikationen bekommt man kostenfrei in der Heatmap zum Beispiel von CFD auf finanztreff.de und ich klicke jetzt das Fenster weg, öffne direkt den MetaTrader, der quasi das Cockpit ist, um zu handeln. Und hier habe ich, wie der Chris schon ansprach, beide DAX laufen, beide DAXe. Was ist die Mehrzahl von DAX? Die DAXe, die DAXin, der, die, das DAX, man weiß es nicht. Sehr berechtigte Frage, das, die Dexler. Eigentlich der, weil DAX die Abkürzung für Deutscher Aktienindex ist. Das war in der Tat bei Günther ja auch mal die 4.000-Euro-Frage. Puh, du Fuchs. Ich Fuchs musste danach die Couch säubern, weil mir das Getränk aus dem Mund herausgebrustet ist, als die Frage kam für 4.000 Euro. Und der Kandidat dann sehr rumgeeiert hat, was das heißen könnte. Der Deutsche Aktienindex. Sehr klar. Okay. Der Deutsche Aktien. Was auch immer. Ja, ich habe jedenfalls beide laufen. Das hat den Grund, da man ja bei den Xetra Handelszeiten das Gap sieht und Gap Trading. Also Gap ist hier nicht gemeint die große Marke, die T-Shirts und Hosen herstellt, sondern Gap. Man muss Angst vor dem Gap haben. In London wird das zum Beispiel stark zelebriert in der Underground Station Mind the Gap. Das Gap sollte man vermeiden. Gap ist die Kursdifferenz zwischen dem letzten Kurs eines Tages, also dem Vortag, und dem ersten Kurs des Tages, an dem man sich jetzt am Desk befindet. Und das Gap ist natürlich größer bei Xetra in der Regel, weil Xetra schon 17.30 Uhr endet und der amerikanische Markt dann noch in voller Blüte ist. 17.30 Uhr umgerechnet auf New Yorker Zeit, denken die Amerikaner dann gerade an ihre Mittagspause, denn der Handel geht dort bis zu ihrer Zeit charmanten 16 Uhr. Also wenn man die deutsche Arbeitszeit, die fleißigen Deutschen in Anführungsstrichen, sind ja aktiv an der Börse bis 17.30 Uhr Xetra, und der fleißige Amerikaner als Pendant ist bis 16 Uhr seine Ortszeit aktiv. Und dann ist es bei uns ja schon 22 Uhr. Ja. Und dann gibt es durchaus noch einige Trader, die bis dahin am Monitor sitzen. Und auch da müssen wir sehr, sehr viel
Dankbarkeit gegenüber unseren Partnern und Partnerinnen zollen, die uns teilweise dann gar nicht zu Gesicht bekommen, wenn wir wirklich in den Chart uns hineingefressen haben. Und auch die amerikanische Handelszeit, wie zum Beispiel gestern beim US-Notenbankprotokoll, was zu unserer Ortszeit um 20 Uhr kam, also zur besten Sendezeit, die Tagesschau beginnt, die Spannungskurve nähert sich dem Höhepunkt bei gute Zeiten, schlechte Zeiten. Also 20 Uhr ist da so der Punkt, wo das Protokoll kam, für die Amerikaner dann 14 Uhr, ganz gechillt nach dem Mittagessen, für uns 20 Uhr. Und da gab es nochmal richtig Bewegung an den Märkten. Da hat der Dow Jones auch die 21.000 überschritten, die er seit einigen Wochen nicht mehr gesehen hatte. Und der DAX musste entsprechend nachziehen. Was hieß das für den DAX? Der DAX hat deswegen mit einem Gap heute eröffnet. Und jetzt gehen wir direkt in den Markt hinein. Das ist dann Cash XE, also der Xetra DAX. Und wenn man den auf den Stundenchart H1 stellt, das ist jetzt die erste Handelsstunde, die wir hier gesehen haben, die ist rot gewesen, sieht man die Differenz, also hier der letzte Kurs quasi, das Close 12.633,75, wenn man die Maus ruhig stehen lässt, und auch deswegen trinken wir nicht beim Traden, damit man die Maus ruhig stehen lassen kann, den Mauszeiger trifft, ganz wichtig beim Einklick-Trading, dass man sich nicht verklickt, ist quasi hier der erste Eröffnungskurs Xetra. Auch hier, wenn man drauf stehen bleibt, müsste der Kurs kommen, oder Doppelklick? Chris, bei mir funktioniert es nicht gerade, erzähle ich hier so wenn du den freudig. Kurs, du kannst oben im Prinzip das Fadenkreuz nehmen, damit wird dir geholfen. Das Fadenkreuz, dann sieht man es genauso. Ja, dann hat man quasi bei der Stundenkerze ein Opening, heute Xetra 12.690, so. Und wenn man die Kerze nochmal sich vor Augen hält, das Close war 633,75 und 690 haben wir eröffnet, ist das ein charmantes Gap von knapp 60 Punkten. Ja, und das sind natürlich Punkte, die ich mir im Chart markiere. Das heißt, ich lege mir eine Linie an das Close vom Vortag. Das machst du jetzt dann aber nicht im 24 Stunden, sondern direkt im Xetra DAX. Also in das mache ich im Xetra, ja, im Xetra DAX, genau. Mhm. Die schaue ich mir dann vielleicht auch nochmal mit einer anderen Farbe an. Also man kann das hier quasi mit einer ordentlichen Farbe zusammenbauen, damit die auch im Chart auffällt. Mhm. Und dann weiß ich, wie weit sind wir von diesem Xetra-Punkt entfernt. Dasselbe kann man natürlich auch machen im Cash, denn der Cash läuft bis 22 Uhr. Wenn ich das etwas größer zoome, also nee, der läuft natürlich rund um die Uhr, aber man sieht von der Zeit her, wo 22 Uhr war. Und da hatten wir geschlossen um die 50 rum, wenn ich das richtig sehe. 49,50 war gestern quasi das Close. Das müsste hier irgendwo gewesen sein, hier in der Region. Und da ist das Interessante, dass wir bis zu dem Punkt wieder uns vom DAX angenähert haben. Also dieses, es gibt zwei Gaps, die für mich wichtig sind. Das eine Gap ist quasi von 22 Uhr des Vorabends, wo regulär die US-Börse schließt und wo die Indikation ihren freien Lauf nimmt, also wo wirklich nicht mehr der DAX nach Angebot und Nachfrage bestimmt wird, von irgendeinem DAX-Future-Markt abhängt, denn der DAX-Future geht auch bis 22 Uhr und fängt früh um 8 an. Dazwischen gibt es nur Indikationen, only Indications, wie die Amerikaner sagen. Und Xetra Gap schaue ich mir extra nochmal an, da im Xetra Markt die großen Marktteilnehmer, ich sprach es am Anfang an, positioniert sind, die sogenannten End-of-Day-Trader. Und wenn wir uns in einen End-of-Day-Trader hineinversetzen, der End-of-Day-Trader, der diese Stundenkerzen gesehen hat gestern, die immer kleiner geworden sind, von der Tageseröffnung bis nach unten, der dann irgendwann gehofft hat, hält diese Unterstützung, er weiß es nicht, bleibt im Markt drin, ist long engagiert. Was macht denn dieser Xetra End-of-Day-Trader, wenn er vielleicht noch nicht so handelserfahren ist, wenn er vielleicht einen engen Stopp verwendet und sieht diese Kurse hier am Morgen? Der sagt doch in der Regel, und das ist psychologisch bedingt, Dankeschön, nehme ich mit. Mhm. Ja, und dann nimmt er sich diese 60 Punkte, auch hier gibt es ein amerikanisches geflügeltes Wort, Free Lunch, ja, also quasi ein Freiessen. Kleine Anekdote am Rand, ich bin gestern durch Berlin, durch eine Straße, die mir wohl bekannt war, gefahren und habe so diesen Aha-Effekt gehabt, so, oh, was ist hier los? Lauter bunte Fahnen, Luftballons. Ich dachte, vielleicht der Kirchentag, der dieses Wochenende hier stattfindet in Berlin. Nein, es war auch eine Riesenschlange. Es war eine Döner-Neueröffnung, ein Dönergeschäft. Sauer. Und wie bei der Tankstelle hing ein großes Schild mit dem Dönerpreis außen, mit den großen Zahlen, 0,01. Oh. Ja, also, dann hat sich auch die Schlange mir ergründet.
Ich habe leider keine Zeit gehabt, mich da anzustellen, aber gestern gab es den Döner um die Ecke für 1 Cent. Wahnsinn. Wahnsinn. Gut, das aber nur als Anekdote, all das ist marktmöglich, Angebot, Nachfrage. Der DAX, auf alle Fälle der DAX-Trader, der End-of-Day-Handel, der dann quasi diesen Kurs, den letzten Kurs im Buch stehen hat, die 633,75 und Long war. Der freut sich natürlich über die Eröffnungskurse bei 690 und ist vielleicht geneigt zu sagen, ach, heute Vatertag oder heute niemand im Büro, ich werde vielleicht meinen Schreibtisch aufräumen, noch ein paar E-Mails sortieren. Deswegen stelle ich die Position gleich früh glatt, nehme die 60 Punkte mit und kann mich dann am Freitag oder am Montag, wenn der große Chef wieder da ist, die sind in der Regel nicht an solchen Brückentagen da, feiern lassen für diesen Trading-Erfolg. Gerade bei der aktuellen Volatilität sind 60 Punkte schon durchaus eine Tagesschwankung. Absolut. Kann man mitnehmen. Absolut. Das führt dann letzten Endes dazu, dass der Kurs unter Druck gerät. Genauso wie auf der anderen Seite des Orderbuchs diejenigen Trader, die durch die fallenden Stundencandles am Vortag gedacht haben, ja, er will runter, er bricht durch, ich gehe short, haben die Position über Nacht behalten. Die kriegen natürlich morgens keinen Kaffee, eher einen Schreck und sagen sich, jetzt gehe ich mal lieber raus aus ihrer Position. Oder ich verstärke sie noch einmal, um einen besseren Mischkurs zu kriegen. Wenn sie rausgehen, führt es dazu, dass dieser Zacken nochmal nach oben führt. Und auch das haben wir morgens gesehen. Der Kurs hat eröffnet, der zum Future um 8 Uhr, also die ersten CFD-Kurse um 8 Uhr waren bei 680, 85, 86. Er ging dann nochmal runter bis 75. Hat nochmal dazu geführt, dass es nach oben ging, über die Hochs des Vortages. Das ist auch immer so was Interessantes, wo der Markt getestet wird. Also wo wirklich die großen Trader schauen wollen, liegen denn da Orders? Also es gibt natürlich dieses Orderbuch, von dem man immer wieder hört, Orderbuch-Trading ist der Kollege Heigo Behrendt, zum Beispiel Tape Reading, dieses Thema, da ist er sehr, sehr stark besetzt. Tradet auch bei JFD, da gibt es auch ein Webinar übrigens, Live-Trading und so weiter. Mal kurz Werbung für den Kollegen machen, der es auf alle Fälle wert ist. Ihr kennt euch ja auch schon sehr, sehr lange, ne? Wir kennen uns in der Tat auch schon jetzt im 17. Jahr, glaube ich. Also wir sehen natürlich alle noch aus wie 29, aber wir kennen uns 17 Jahre. Und illustrerweise haben wir uns im Internet kennengelernt. Es wird ja nicht nur bei Parship verliebt man sich alle 11 Minuten, sondern auch Trader finden sich nicht ganz so häufig, nicht alle 11 Minuten im Internet, aber könnte man auch so einen Slogan branden, Trader verbindet das Internet und wie man am Webinar sieht, du bist in München, ich bin in Berlin, wir haben glasklaren Ton, haben dieselben Kurse, dasselbe Interesse und so vernetzt man sich und so habe ich den Heiko kennengelernt, aber da wollte ich nicht zu sehr ausschweifen, sondern zurück zum Markt. Derjenige, der short war, End of Day, den Kurs eingebucht hat und auch dann ab diesem Kurs vielleicht Overnight Zinsen zahlt für seine Position, denn auch das darf man nicht vergessen. Im CFD-Handel gibt es natürlich Finanzierungskosten, denn die paar hundert Euro oder paar tausend Euro, die auf meinem Konto hat, die sind natürlich nicht das, was am Markt bewegt wird. Am Markt wird ein Vielfaches dessen bewegt. Und wenn man sich den DAX Future anschaut mit den 25 Euro pro Punkt, die sich im eigenen Konto bewegen, könnte man immer eine Schätzfrage, oder das ist auch eine sehr, sehr gute Schätzfrage, wie viel bewegt man denn am Markt letzten Endes? Ja? Also man bewegt am Markt diese 25 Euro mal den Indexstand. Ja, und das ist, wenn man sich das jetzt mal aktuell ausrechnet mit den 12.600 mal 25, ja, das geht schon in eine schöne Eigentumswohnung über, was am Markt bewegt wird, während man auf dem Konto selbst, auch wenn es als hohe Belastung erscheint, ein Future-Konto zu haben, wo man für einen Kontrakt vielleicht 20.000 auf dem Konto haben muss, bewegt man ja dann das mindestens Zehnfache am Markt. Ja? Also das müssen wir uns vor Augen halten. Und ähnlich ist es im CFD-Markt. Also wenn ich jetzt einige CFDs, da hast du sicher die valideren Zahlen, wenn ich 10 CFDs durch den Markt kegel, brauche ich an Margin bei JFD-Brokers. Wie viel Geld? Ich weiß es nicht aus dem Kopf. Na, das hängt jetzt davon an, du kannst ja bei uns den DAX mit einem Hebel von 1 zu 50 handeln, das ist das Standard-Leverage und ich sage mal, für den, der sich da sage ich mal, in die Richtung eines höheren Hebels bewegen will, maximal wäre oder ist 1 zu 100 möglich, da muss aber der Trader selber sozusagen den Kundenservice dahingehend anfragen, das ist auch gleich mit den Forex-Paaren, das heißt, wir haben schon einen Maximumhebel, aber der Standardhebel ist 1 zu 50 und man bedenke an dieser Stelle, dass rein statistisch die Anleger mit den größeren Hebeln zu den größeren Verlierern gehören. Also der Hebel ist im Prinzip
Und das ist wichtig zu wissen, auch ein Tool des Money- und Risk-Managements, und ein hoher Hebel bedeutet nicht gleich hoher Profit. Im Gegenteil, Nein. die Statistik zeigt, je höher der Hebel, desto benachteiligter im Prinzip der Trader. Aber es ist genau die verkehrte Denke, dass man im Sinne Gewinnmaximierung denkt und nicht im Sinne Risikokontrolle. Deswegen obacht, liebe Leute, ein hoher Hebel ist nicht gleich immer verbunden mit viel Gewinn. Deswegen ist das mit dem Hebel eben dahingehend justierbar, ja, also 1 zu 50, das heißt, wie gesagt, ihr könnt dann im Prinzip das 50-fache bewegen oder das 100-fache, und das ist im Prinzip die Auswahl dessen, die man da sozusagen als Möglichkeit hat, und das ist das, wo ich vorhin eben sagte, dass der Broker eben mit der Margin, mit dem Hebel euch dann eben die Möglichkeit gibt, eben eine kleinere Summe zu investieren, um eine größere Summe am Markt zu bewegen. Genau, also in Zahlen gesprochen, wenn ich 1000 Euro auf dem Konto habe bei JFT Brokers, dann kann ich bewegen, wenn ich einen Hebel 50 anwende und es ausreize, 50.000 am Markt. Exakt. Ja, das muss man sich erstmal vor Augen halten, weil oftmals auch argumentiert wird, ja, wie viel Volumen hast du denn gemacht? Was, du hast auf dem Konto nur 1000 Euro? Ja, du bist ja nur so ein kleiner Taschengeldzocker. Solche Worte werden dann manchmal an Stammtischen mit Unwissenden oder mit denjenigen, die nicht so tief in der Materie stecken, geäußert. Dann kann man schnell argumentieren, nein, ich habe nicht 1000 Euro auf dem Konto, sondern ich bewege 50.000. Ja, und wenn ich die mehrfach am Tag bewege, wenn ich die 10-mal am Tag bewege, dann habe ich ein Volumen von 500.000 generiert. Und das sieht man dann letzten Endes auch in diversen Broker-Abrechnungen oder wenn man sich mit dem Broker enger auseinandersetzt, was am Markt dann bewegt wird. Da gibt es schöne Statements und dann kann man sich das einmal anschauen. Und wenn das dann irgendwann am Monatsende durchaus in die Millionenbeträge geht oder vielleicht an die Milliardengrenze ranreicht, dann muss man sich erstmal setzen, das Glas Wasser zum Munde führen und sich vergewärtigen, was man eigentlich tut. Ja, man bewegt Millionen am Markt. So, und das muss natürlich mit einem entsprechenden Profi-Wissen beziehungsweise mit entsprechendem Know-how geschehen. Also um zurückzukommen auf meine Handelsvorbereitung, ich setze mich nicht mit dem iPad irgendwie auf die Couch und fange dann an, den Markt zu analysieren, weil das ist nicht professionell. Also nicht, weil ich den Anschein für andere erwecken will, sondern weil man ja auch selber das widerspiegelt, was man darstellt. Also es gibt auch dieses Sprichwort, Kleider machen Leute, und so fühlt man sich ja, denke ich mal, sehr viel besser, wenn man aufgestylt zum 50. Geburtstag von der Mutti geht oder zu irgendeiner Hochzeitsveranstaltung, wo man im Anzug, manche mögen Anzüge, manche nicht, aber man sieht ja ganz anders aus als früh, wenn man aus dem Bett aufsteht und vielleicht nur die Schlappen anhat und eine kurze Boxershorts oder eine lange, je nachdem, dann fühlt man sich anders und das spiegelt sich natürlich auch auf das Verhalten wieder. Also man tritt ganz anders auf, wenn man beispielsweise dann auf diese Veranstaltung, auf der Hochzeit oder beim Bewerbungsgespräch im Anzug daherkommt, als wenn man mit Flipflops abends nochmal schnell einkaufen um die Ecke zum Späti geht. Das ist ein ganz anderes Auftreten und das spiegelt sich letzten Endes, und da kommen wir zur Psychologie, die ich auch gleich nochmal ausbauen möchte, auch in unseren Handelsergebnissen wieder. Denn wer sich nicht adäquat nach außen hin verkauft, quasi auch wenn es nur ein Monitor ist, der Markt sieht einen ja nicht, der Markt ist ja nur ein imaginärer Ort, der kann, denke ich, auch nicht Höchstleistung erzielen am Markt. Und Trading bedarf Höchstleistung, also man muss sich vorbereiten. Kein Sportler dieser Welt wird vor einem Event noch Party machen, also auch der Usain Bolt hat dann sein Partyleben einige Wochen vor der Olympiade abgesetzt und hat dann eisern seine Diät durchgezogen und sich an Regeln gehalten, oder auch die Klitschkos, die sind ja ein Paradebeispiel für Disziplin, auch wenn ein Klitschko jetzt gerade nicht mehr so gut in der Ecke stand, aber ja, trotzdem die ganze Vorbereitung und so weiter, das ist halt sehr, sehr diszipliniert und darauf muss man achten, einfach am Markt. Also einfach sich den Chart aufrufen, One-Click-Trading hin oder her reinklicken und dann schauen, was passiert, das ist der falsche Weg. Ja, also das möchte ich auch nochmal appellieren. Es sieht sehr, sehr einfach aus. Es sah auch letztes Jahr, als ich bei den IB Days 70 Trades in 5-6 Stunden durchgeschleust habe und nebenbei darüber erzählt habe, sieht das Ganze sehr, sehr einfach aus. Aber da stecken Abläufe dahinter, die über Jahre antrainiert sind und die man dann quasi auch aus dem FF beherrscht. Also solche Fragen, wie weit setze ich den Stopp entfernt und so weiter. Das sind Dinge, die macht man sich, die legt man sich bereit, darüber macht man sich Gedanken, da hat man ein Setup, bevor man im Trade sich bewegt, also bevor quasi der Markt das Konto verändert. Und genau darauf will ich beim Gap Trading hinaus. Also man weiß,
dass wenn man auf ein Closing des Gaps spekuliert, dass das Closing dann eben erst bei 12.633,75 oder in der Region zumindest stattfindet. Ja? Und wenn ich mich dafür entscheide, in der Region hier oben Short zu gehen mit dem Ziel Gap Close, dann kann man den Trade abbrechen, indem man dem Stopp nachzieht zum Beispiel, indem man ihn manuell aus dem Rennen nimmt. Aber wenn wirklich der Grund das Gap Trading ist, dann sollte man den Trade auch halten bis zum Gap. Gut, das Gap ist noch nicht geschlossen, aber es geht in die Richtung. Und deswegen finde ich Gaps sehr, sehr spannend, weil die Richtung sehr, sehr oft angelaufen wird. Also bei aller Euphorie, die im Markt ist, werden Gaps in der Regel, nicht alle, aber es gibt Statistiken, dass Gaps durchaus mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% in relativ kurzer Zeit geschlossen werden. In den USA funktioniert das noch besser. Da werden die meisten Gaps intraday geschlossen. Und wenn ein Gap dann über die nächsten 2-3 Tage nicht geschlossen wird, dann bleibt es durchaus auch länger geöffnet. Und dann sollte man sich nicht verrennen und sagen, da gibt es noch ein Gap. Denn wenn ich mir den historischen Chart vom DAX anschaue, über die letzten Jahre habe ich noch ganz viele offene Gaps. Eines der Gaps ist zum Beispiel das Frankreich-Gap, wie man so schön sagt. Ja? Also nach der Wahl in Frankreich, beziehungsweise der Vorwahl war es ja damals, gab es ein Gap. Ich hole jetzt mal kurz ein Bild hier rein, wo man es sieht. Das ist meine Analyse vom Sonntag. Hier unten dieses leicht graue, das war quasi das Macron-Gap oder wie immer man das nennt, wo in den Vorwahlen er als Favorit hervorging. Da hatte der DAX im Vorfeld um die 12.060 geschlossen und eröffnet dann am Montag mit einem Gap von 300 Punkten. Und hier kommt genau das zum Tragen, was ich vorhin andeutete. Und zwar, wie sind die Marktteilnehmer denn positioniert? Also diejenigen, die in diesem Bereich, und vorher ging der Markt ja von 12.400 runter bis um die 12.000, hatten durchaus einige die Ambition, nicht nur George Soros, der mal wieder eine Milliarde verbraten hat mit der Short-Spekulation. Schöne Grüße nach London. Nicht nur er war Short, sondern auch ganz viele, vielleicht hört er zu, man weiß es nicht. Oh. JFD ist doch ein internationaler Broker. Das ist korrekt. Kann man, ja. Die End-of-Day-Trader, die quasi hier im Buch die Position Short haben und wachen dann mit 250 Punkten Minus auf, beobachten den Markt natürlich mit Argusaugen zur Eröffnung. Da die erste Stundenkerze aber schon bam richtig nach oben ging, nochmal um 50, 60 Punkte, drückt dann irgendwann das Risiko-Money-Management, du hattest es angesprochen, und professionelles Handeln bedeutet auch ein professionelles Handelsrisiko-Money-Management zu haben. Und gerade die Hedgefonds dieser Welt, die Handelsabteilung, die können nicht einhergehen mit dem Argument Bauchgefühl. Ich dachte, da passiert was. Ich denke, da kann man nochmal nachkaufen. Das geht dort nicht. Das kann ich Ihnen auch offen sagen. In solchen Abteilungen habe ich durchaus auch einige Freunde, habe auch mal bei einem Vermögensverwalter gesessen und dort gearbeitet. Also das Jens Klatt, mein geschätzter Kollege, der kann davon auch ein Lied singen, wie professionelle Vermögensverwaltung geht, und wird sicherlich in seinen Webinaren auch dazu öfters was sagen. Die müssen an einem Point of No Return sagen, okay, das ist eine Position, die muss ich schließen. Mhm. Ja. Und das ist übrigens, ganz kurz, das ist auch für Privatanleger gerade auch ein großer Graus, wenn man eben ohne Stopp arbeitet, ohne sich Gedanken vorher zu dem Setup zu machen, nach dem Motto, wo ist denn hier mein Worst-Case-Szenario? Sprich, wenn das Ding da durchgeht, dann habe ich entweder minus 5% im Account oder irgendwas anderes in der Richtung, ja. Also irgend so ein Worst-Case-Setup, oder man sollte ja sein Risiko eh im Bereich von 0,51%, wie auch immer, da muss jeder so seinen Weg finden. Grundsätzlich ist es aber eben so, dass dann viele genau das eben nicht tun und dann sich mit einem schmerzhaftigen Verlust oder mit einer Ohrfeige sozusagen vom Markt verabschieden, sondern die halten die Position dann, und das führt, meine lieben Leute, in 99,9% der Fälle zum Kontoschrott. Sprich, man läuft in den Margin Call, man läuft in die Stop-Out-Levels und am Ende ist gar nichts mehr da. Man muss sein Risiko im Vorfeld bestimmen. Das ist auch genau das, was du richtig erkannt und erwähnt hast, Andreas. Insofern ganz, ganz wichtiger Punkt. Wollte ich nur kurz einstreuen, ne? Ja, richtig, richtig. Wir sind ja zu zweit hier dafür da, uns ein bisschen auch die Bälle zuzuwerfen, weil das sehr gut ineinander greift, unsere Erfahrung. Und deswegen macht es auch so viel Spaß, mit dir sich auseinanderzusetzen. Können die stundenlang plaudern, und das machen wir auch heute auch. Stundenlang plaudern. Hast du ein Glück. Ja. Du hast lang drauf gewartet. Genau, zurück zum, ist ja auch schwer, einen Termin bei dir zu bekommen, zurück zum Chartbild, der große Chart, das große Bild, was ich mir mal zuerst anschaue, und das ist, wie gesagt, die Analyse vom Sonntag. Man sieht quasi das Gap, hier mussten dann durch das Risiko-Money-Management
ganz, ganz viele Shorties raus. Spätestens ab diesem Punkt, also hier hatte man noch die Chance, wenn man den Chart ein bisschen weiter aufzoomt, aus den Vorwochen eine Art Widerstand oder was hatte man im Internet gelesen, ein Doppeltop und so weiter. Es kann alles Mögliche passieren, bis hin zum Hindenburg oben, hatte ich gelesen. Keine Ahnung, wir wollen da nicht weiter drauf eingehen. Ich habe auch keine Regenbogen im Chart oder Wolken, sondern die einfache Charttechnik begeistert mich, denn auf die schauen einfach viele. Einfache Linien, einfaches Setup, KISS, keep it simple and stupid. Und wenn viele drauf schauen, dann funktioniert Charttechnik auch. Es ist ja so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung, wenn viele mitmachen. Also man kann das Experiment außerhalb der Börse auch sehr, sehr gerne auf belebten öffentlichen Plätzen einmal vollziehen. Vielleicht nicht da, wo man bekannt ist, sondern in einer Stadt, wo man sich vielleicht gerade urlaubstechnisch aufhält, einfach mal auf den Marktplatz gehen, die rechte Hand nach oben, also ganz nach oben halten, mit den Fingern in den Himmel zeigen und den Kopf nach oben neigen und sagen, ah, ja, und das werden viele andere auch tun. Ah, das hast du schon zelebriert, höre ich, oder? Du sprichst aus Erfahrung, mein Großer. Ja, natürlich. Also das sind so Sachen, da kann man auch wieder die Psychologie des Menschen sehr, sehr gut erkennen, den Herdentrieb. Und genau der Herdentrieb greift auch an der Börse. Also es gibt schnelle Bewegung, es gibt Trends. Und wie entstehen denn Trends? Letzten Endes ja nicht nur durch die Algos, die ja letzten Endes auch nur das nachmachen, was der Programmierer ihm sagt. Der denkt ja nicht selbstständig, dieser Algo, dieser Computer, sondern vollzieht Handelsregeln, setzt sie um. Und der Trader dahinter oder der Mathematiker dahinter, der hat sich ja was dabei gedacht, hat was gebacktestet über einen längeren Zeitraum, um herauszufinden, was funktioniert am Markt. Und für mich funktionieren einfache Setups, weil ich denke oder weil ich weiß, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, nicht nur im Konjunktiv, ich weiß, dass viele auf einfache Linien schauen, wie zum Beispiel das Gap, Wochenhochs, Wochentiefs, Vortageshoch, Vortagestief. Und deswegen schaue ich da auch drauf. Ich schaue nicht drauf, weil ich es erfunden habe, weil ich denke, ich gebe irgendeiner Candle-Formation meinen eigenen Namen, nenne das ganze Ding 1, 2, 3, Michael Vogt hoch, tief, Rosshaken, irgendwas. Nicht deswegen, sondern weil es funktioniert, weil viele drauf schauen. Ja? Und da kann man dann, wenn mehrere Berührungspunkte vorliegen, durchaus auch Trendlinien anlegen. Und dieser Bereich aus der Erinnerung heraus war dann auch so ein Bereich, die 12.500, wo aus den Vorwochen das Hoch im DAX schon einmal war, wo noch viele Bären, die hier unten vielleicht erst eingestiegen sind oder die irgendwo dazwischen ihre Position aufgebaut haben, noch hoffen, in Anführungsstrichen, konnten, dass sie aus dem Trade mit wenig Verlust rauskommen. Und die Bullen auf der anderen Seite brauchen natürlich auch immer eine Rechtfertigung oder ein Kaufsignal, um in den Markt einzusteigen. Und dann war das dann quasi die zweite Granate, wo mit einer Riesenkerze der Markt dann eröffnete. Ja, das war Anfang Mai. Und spätestens hier war dann klar, ja, wer hier auf das Gap spekuliert, der sollte sich schleunigst aus der Position raushalten oder nur noch in den Hoffnungsmodus verfallen, die Gebete erhöhen, auch da nochmal zum Weltkirchentag am Wochenende. Schöne Grüße. Ob das was bringt, ich weiß es nicht. Ich bin Atheist, möchte das auch nicht weiter bewerten. Ich bewerte den Chart und hier sah man dann in der vergangenen Woche eigentlich vor 2 Wochen eine relative Lethargie, eine Langeweile, die trotzdem unterstützt vom Aufwärtstrend Bestand hatte. Ja. Und das wollte ich in dem Zusammenhang mit Gap Trading einmal rüberziehen in das Webinarbild. Nun aber zurück zum Chart. Das Gap ist noch geöffnet. Das ist also der Stundenchart H1, englisch gehalten und rund um die Uhr, also quasi 24 Stunden Handel, der Chart gegenübergestellt. Und da sieht man durchaus schon Unterschiede in der Kerze, klar, es fehlen einige Stunden, aber man kann sich dies zunutze machen, indem man sagt, wenn der Markt jetzt hier am Morgen eröffnet, und jetzt gehen wir mal in die tiefere Zeiteinheit rein, was ist denn heute Morgen passiert? Das war quasi das FOM, nee, das war heute Nacht, hier ging heute Morgen der Markt los, hier war dann 8 Uhr die Eröffnung, es ging stark nach oben bis zum Ausschlag von heute Nacht, auch hier weiß man dann, wenn nachts Kurse oder Indikationen gestellt werden, dass die nicht komplett aus der Luft gegriffen sind. Also es hat immer Hand und Fuß, wenn ich mich mit diversen Brokern unterhalte oder Händlern, die das professionell auch nachts als Hedging betreiben, die wissen, dass die DAX-Indikation nicht von Mondphasen abhängt, sondern durchaus von einer Mischung aus dem S&P 500. Chris hat es vorhin angesprochen, einer der größten Future-Kontrakte weltweit, wo das große Kapital geparkt ist, also der S&P 500. Future, der
den ganzen Tag getaxt wird, der nur die Handelspause zwischen unserer Zeit 22.15 bis 22.30 hat. Sonst läuft er weiter. Und einer Mischung aus den Währungspaaren natürlich, weil der S&P Future in Dollar notiert. Und da gab es heute Nacht diesen Zacken. Und der wurde heute Morgen kurz nach 8 Uhr, das ist dann logischerweise, oder kurz vor 8 Uhr, noch einmal tangiert. Danach ging es kurz nach unten, um dann um 8.30 Uhr in der Region noch einmal durchzustarten. Und da habe ich den Rechner selbstverständlich schon angehabt, habe dort auch meine erste Analyse vollzogen. Und meine erste Analyse habe ich abgespeichert. Die sah so aus. Das ist derselbe Chart, wie man sieht. Man sieht auch, dass am 17. Mai hier schon ein Peak stattgefunden hat. Der Markt ist durchgebrochen, konnte es über dieses Level von 12.700 nicht mehr schaffen, ist dann quasi rangelaufen diese Woche und stand kurz davor durchzubrechen. Deswegen Feiertagsausbruch. Es gibt oftmals auch Bewegung am Feiertag, die über 100 Punkte hinauslaufen, weil das Volumen im DAX natürlich entsprechend dünner ist und weil dann wenige Orders den Markt auch in eine Richtung treiben können, die auf wenig Gegenwehr stößt. Man kann sich hier aus den Erfahrungen oder aus Excel heraus auch noch diese Notiz mit in sein Trading-Tagebuch geben, dass wenn es zu einem Ausflug in die eine oder andere Richtung im Chartbild des DAXes zum Feiertag kommt, dann holt er in der Regel oder oftmals mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, so drückt man es aus, diese Bewegung am nächsten Tag noch einmal auf. Also wenn wir im DAX heute mit 150 Punkten in die eine oder andere Richtung Tendenz schließen würden, mehr als 1%, dann bin ich dazu geneigt zu sagen, am nächsten Tag, und das wäre der morgige Tag, geht es nochmal in die andere Richtung. Denn dann greifen natürlich auch die großen Marktteilnehmer, die vielleicht heute nicht im Büro saßen, die auch End-of-Day-Position haben, die vielleicht keinen engen Stopp am Markt hatten, um aus der Position rauszukommen, sondern einen etwas weiteren. Die schauen sich das dann morgen an und ziehen den Markt dann noch einmal in die andere Richtung, um quasi diese Feiertagsrallye oder im negativen Fall den Feiertags... Ein Crash ist ein böses Wort, die Feiertagskonsolidierung noch einmal zu bereinigen. Ja, das habe ich mir heute Morgen angeschaut und das veröffentliche ich auch natürlich und unter anderem auf Facebook. Ihr findet mich ganz einfach Andreas Müller. Da gibt es zwei Andreas Müller, also bitte aufpassen. Der Andreas Müller, der so relaxed reinschaut. Das ist der private Andreas Müller, der dann Fotos macht wie auf der Hochzeit von Freunden, bei Mutti, zum 50. Geburtstag oder eben gestern den 1-Cent-Döner. Aber da wir uns ja um Börse kümmern möchten, ist, glaube ich, das Profil interessanter. Und das ist das Andreas Müller-Profil, wo ich etwas seriöser reinschaue, was man auch findet über den Benutzernamen Bernecker1977. Und hier habe ich heute Morgen schon das Bild gepostet. Hier habe ich auch gestern noch einmal zu dem heutigen Event das Bild gepostet und hier finden Sie dann letzten Endes auch, wenn man ein wenig lädt, auch mal aus Asien Berichte, auch etwas in Englisch, auch ein bisschen was über Bitcoin, meine Wochenanalyse und natürlich ganz viele Chartbilder von JFD Brokers, wo ich mir in dieser einfachen Chartmanier immer wieder Gaps einzeichne, immer wieder Trendlinien einzeichne und so weiter. Also das kann man sich sehr, sehr gerne anschauen. Würde ich mich freuen, wenn der ein oder andere mir da folgt. Alles kostenfrei, selbstverständlich. Und so beginne ich den Handelstag. So, jetzt möchte ich natürlich auch einen Trade zeigen und da suche ich mir nicht einen aus der Vergangenheit, sondern durchaus einen von heute. Wir gehen im Chart, oh, hier passiert was. Gap Close, aber richtig ordentlich. Wir haben es kurz vor 10. News habe ich jetzt eigentlich nicht parat dem Kontext. Ich stand nicht im Wirtschaftskalender, also es muss etwas, wie man so schön sagt, passiert sein. Mhm. Passiert sein kann eine große Order sein, kann aber natürlich auch eine politische Meldung sein. Diese Kerze, wenn man so eine Kerze sieht, da ist das erste Gefühl nach Gap Close natürlich, das war's, wir gehen rein, wir gehen long. Aber wie man sieht, wir wissen nicht, was passiert ist. Ja? Also die Ticker der Börse laufen
heiß. Es wird natürlich nicht nur wir werden danach suchen, was könnte der Auslöser gewesen sein. Letzten Endes ist der Auslöser an sich auch nicht wichtig für das Daytrading, sondern man muss nur wissen, A, bei Wirtschaftsdaten, wann kommen diese, um eben vor solchen Überraschungskerzen gefeit zu sein, und B, hat es eine Nachwirkung. Also zum Beispiel eine Zinsentscheidung hat eine Nachwirkung für die nächsten Handelsstunden, Tage und auch Wochen, weil es die großen Marktteilnehmer betrifft. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Dieselskandal oder ein Skandal, der nur auf ein Unternehmen durchschlägt, in die Presse kommt, dann hat es in der Regel nur Auswirkungen auf das Unternehmen, vielleicht die Branche, aber nicht auf den Gesamtmarkt. Also deswegen muss man sich so eine News anschauen und darf nicht bei der ersten Kerze, ohne etwas zu wissen, sofort in den Markt gehen. Also es ist natürlich sehr verlockend zu sagen, nach diesem Absturz, ich fange die Candle auf, wird schon wieder hochgehen, oder B, ich springe auf, jetzt kommt der große Crash, was auch immer. Und da lohnt es sich natürlich auch, auf die anderen Märkte zu schauen. Deswegen habe ich mehrere Märkte geöffnet. Euro, US-Dollar, ist nichts passiert. Wenn es etwas nachhaltig Politisches gewesen wäre, ich male jetzt mal das Worst-Case-Szenario an die Wand. Nordkorea, Raketenstart, die Rakete ist bemannt mit einer Bombe und fliegt auf ein Ziel zu, wo sich Menschen befinden. Das wäre der Worst Case für mich. Ja, das würde einen Krieg auslösen. Also das würde weitreichende Änderungen nach sich ziehen. Ich will gar nicht von nuklearen Dingen sprechen, aber das sind alles schreckliche Themen, die sich natürlich sofort in den Märkten niederschlagen, wo Handelsabteilungen natürlich auch sofort daran denken müssen, was mit den Portfolios passiert. Also logischerweise denkt man zuerst an Menschenleben und so weiter, aber im zweiten Effekt schaut man sich natürlich auch die Märkte an. Was passiert da? Ja, und nicht vor dem Hintergrund, wie kann ich davon profitieren, sondern die großen Handelsabteilungen schauen vor dem Hintergrund, wie kann ich das Portfolio, was sie haben, abhatchen, wie kann ich es absichern, wie komme ich aus Positionen, die eng laufen, noch schnell raus. Ja, also man hat das vielleicht schrecklich in Erinnerung vom 11. September, wo einfach wegen diesen Unruhen und wo man nicht wusste, was ist wirklich passiert, die US-Börse gar nicht eröffnete an dem Tag. Ja, ich glaube, 3 Handelstage war geschlossen damals. Und ich selber war in Frankfurt in einem Wolkenkratzer, die wurden komplett evakuiert, weil man nicht wusste, was passiert ist. Nichtsdestotrotz wurde der DAX Future, also an der Börse, durchgehend gehandelt, den ganzen Tag. Es gab keine Handelsaussetzung, es gab auch Regenhandel logischerweise und jederzeit Kursstellung, was man nicht über alle Handelsprodukte, und da hatten wir vorhin ja schon das Thema Optionsscheine erwähnt, sagen konnte an dem Tag. Da gab es also durchaus viele, die nicht mehr Kurse gestellt haben. Ja, das möchte ich auf alle Fälle jetzt ausschließen. Also es ist nichts global Politisches, sonst hätte der Euro-US-Dollar in die eine oder andere Richtung reagiert. Das können wir ausschließen. Dann schauen wir oder ich immer noch mal auf den Dow Jones, auf die Indikationen, denn die Amerikaner schlafen noch. Es gibt trotzdem bei JFD die Indikationen, die rund um die Uhr laufen. Und da ist eben das der Pluspunkt, warum ich einen Chart öffne, der 24 Stunden mir die Kurse anschaut, um genau das zu sehen. Und hier ist in der letzten, das ist ein Stundenchart, ist die letzte Stunde quasi um 20 Punkte korrigiert. Ja, also es ist auch nichts, was mit Amerika zu tun hat. So, jetzt können wir das ganze Problem nämlich schon mal einkreisen. Und vielleicht, wenn niemand die News in den Chat gestellt hat oder wenn wir es selber rauskriegen, nebenbei. Ich habe schon mal geguckt, also bis dato muss ich sagen, ganz kurz, Andreas, wenn ich da kurz eingrätschen darf, ich habe jetzt auf Twitter schon mal geschaut und in die News, es kam hier noch was über Automobilproduktion in Großbritannien rein, das kann es nicht gewesen sein, also im Prinzip, der Rutsch ist dann, mag sein, technischer Natur, da habe ich auch gleich noch eine kurze Frage zu Resa, wenn ich den Namen jetzt richtig ausspreche. Da kannst du sofort weitermachen, dauert nur eine Minute knapp. Und zwar geht es darum, die Frage dahin, ab wann bewege ich denn bei Eingabe einer Lotgröße den Markt? Im CFD-Bereich, Resa, wie gesagt, handelst du praktisch gar nicht den realen Markt, sondern ein Derivat auf den Markt wiederum. Und das heißt, selbst wenn du 1000 CFDs sozusagen absetzt auf einem Preislevel, dann ist es der Market Maker, der das Preis oder dir den CFD dann sozusagen begibt. Auch nicht wieder gesagt wir, sondern unser Liquiditätspool wird sich dann praktisch der Order annehmen. Und Grundlage dessen ist aber dann natürlich der Markt als solcher. Und du wirst entweder den Xetra DAX nur mit Aktienkäufen
aus den Aktien im Index selbst heraus bewegen können. Also das wirst du als Einzelperson eh nie können. Und den DAX Future ist es genau das Gleiche. Den wirst du nur bewegen können, wenn du den DAX Future sozusagen kaufst oder eben auf großen Price Level mit großen Orders sitzt. Den CFD als solchen, das ist wie gesagt ein Derivat und da ist es nicht entscheidend, wie viel CFDs du auf einem Preislevel kaufst. Das ist, wie gesagt, eine Geschichte des Market Makers, wie er das abhandelt. Grundsätzlich hast du da aber jetzt keinen Markteinfluss auf solches, weil du nur ein Derivat handelst, also ein Produkt auf den eigentlichen Markt, der dann wiederum jetzt durch die CFD-Order selbst so nicht beeinflusst wird. Also das zum Verständnis her. Am Forex-Markt ist es wieder ein Stück weit anders, weil wenn wir direkt am Forex-Markt, und da haben wir auch den Interbankenzugang, das heißt, du handelst dann eben mit den Großbanken der Welt, die im Interbankenmarkt die Forex-Preise stellen. Da ist es schon so, wenn du jetzt, sage ich mal, gut, also ein Lot, 100 Lot ist da jetzt nicht weltbewegend, aber wenn du jetzt, sage ich mal, eine Milliardenorder absetzt, auch da wirst du den Preis nicht sehr, sehr stark bewegen, weil als Erinnerung, wir bewegen uns im Forex-Markt in einem Bereich von 5 Billionen US-Dollar, das ist eine Zahl mit 12 Nullen, täglicher Handelsumsatz. Das heißt, selbst wenn du da eine Milliardenorder abfeuerst, bewegst du da mal so gut wie gar nichts. Grundsätzlich ist es aber so, dass wenn man viele große Orders absetzt, man sicherlich dann Angebot und Nachfrage in eine gewisse Richtung verschieben kann. Allerdings ist es auch ein Währungsgefüge, das heißt, es gehören immer zwei Parteien dazu. Das muss man auch mal in den Kontext ziehen. Aber um die Frage final abzuschließen, man wird als Retail-Trader den Markt nie beeinflussen können. Bei CFDs selber hat man sozusagen nur ein Derivat auf das Underlying. Aber jetzt habe ich die Frage kurz beantworten können, weil es gerade gepasst hat. Die Gap-Geschichte ist durch. Wie würdest du jetzt reagieren, Andreas? Was ist da los? Twitter, wenn ich es vielleicht noch erwähnen darf, bin ich natürlich auch genauso zu finden. Also wer hier Twitter nutzt, der ist herzlich willkommen, mir zu folgen. Und über Twitter ziehe ich natürlich auch, wie man auf Startseiten sieht, mehrere Informationen. Godmode, wo auch JFD im Guidance angebunden ist und wo man auch direkt handeln kann. Das ist ja auch das Schöne. Und schaue mir dann auch diverse, Werbung gibt es natürlich auch, Börse ARD, Finanzrocker, also es gibt ganz viele Dinge, die man sich bei Twitter anschauen kann. Auch zum Vatertag sind einige aktiv, ob das jetzt Videos sind oder Informationen. Also das ist ein Kanal, den ich sehr, sehr gerne nutze. So, was kann man da hier herauslesen, beziehungsweise zum Gap? Wir lassen den aktuellen Chart mal ganz kurz hier nochmal zwei, drei Punkte weiter laufen und gehen nochmal zurück zu der ersten Handelsstunde. Weil wir haben uns ein wenig verquatscht, möchte ich schon fast sagen. Oder sagt man das so? Ja, das kannst du durchaus so nennen. Wie gesagt, das ist ganz lustig an der Geschichte. Wie gesagt, wir haben jetzt auch hier kein Redbook oder einen Fahrplan für unser Webinar. Ja, es ist also, wie gesagt, aus der Lage heraus, aus den Charts heraus. Und wir haben uns am Anfang vielleicht ein bisschen in den binären Optionen verloren oder in den Optionen allgemein. Aber es geschah ja auch noch nicht viel. Jetzt haben wir richtig schöne Price-Action. Und jetzt ist auch ein Punkt, wo ich sage, hey, es ist Feiertag, aber wir haben richtig Wolle am Markt. Also eigentlich eine ganz gute Situation. Und jetzt gehört der Markt dir. Wie gesagt, zum Forex-Markt kann ich dann nachher auch noch was sagen, aber das mache ich eh jeden Tag. Ich sage mal, heute zum Live-Trading ist es, oder Live-Event, DAX Scalping heißt es ja auch direkt, Next Level. Zeig uns doch mal, was da jetzt hier eigentlich los ist. Ja. Also morgens, kurz nach 8, wie ich schon sagte, ging der Markt nochmal nach unten und da dieses Hoch das Nachthoch war und da man davon ausgehen konnte, dass diese größere, was ich bei Facebook eben zeigte, dass diese größere Bewegung, diese 12.700 vielleicht nochmal angelaufen wird, bin ich in dieser Korrektur, habe ich mich quasi positioniert mit einem ersten Trade, um mich quasi auch warm einzuschießen. Den kann ich auch gerne zeigen und zwar bin ich hier reingegangen bei 80, habe einen Take-Profit bei 90, 10 Punkte, was nicht viel ist und wo man auch sagen kann, das kann man im Zweifel, wenn man ausgestoppt wird, vertreten. Das sind, also regulär handle ich mit vielleicht 20 mal 30 CFDs, ist auch kein Problem bei JFD Brokers, die durchzubekommen. Hier habe ich aus Vorführungsgründen aber im Live-Konto gehandelt 2 und dann hat man quasi für diese kurze Wegstrecke schon mal die 19 Euro mitgenommen und das ist diese Strecke aus der Korrektur heraus bei 80 rein und mein neuen Tageshoch hoch per Take-Profit wieder raus aus dem Markt. Das Ganze ging dann bis hoch zu diesen anvisierten 12.700, sogar noch ein Stück höher. Deswegen hatte ich ja diesen Beitrag, ob wir hinüberbrechen, ob wir es schaffen, diesen Ausbruch zu vollziehen. Hatte ich hier gezeigt in dem Bild. Man kann das auch natürlich groß machen. Da aber
Xetra-Handel noch nicht geöffnet war, da wir uns ja quasi im vorbörslichen Handel befunden haben, wie man so schön sagt, zwischen 8 und 9, ist das für mich kein Signal, wo ich bei so einem Ausbruch sofort mitgehen möchte, sondern ich würde diesen Ausbruch immer erst abwarten, ob er durch Xetra, durch das hohe Volumen bestätigt wird. Und dann gehe ich in den Markt hinein. Also das ist so mein Setup, was ich mir natürlich zurechtlege, wo ich an den großen Kerzen, das ist ja hier der Tageschart, quasi eher der Stundenchart, Entschuldigung, aber über mehrere Tage, wo ich dann sehe, passiert da was, kommt da Bewegung rein, wo ich mir das Setup bereitlege und wenn ein Pullback kommt und dann der Ausbruch vollzogen wird, dann springe ich auf, aber nicht im ersten Docht. Genauso würde ich auch nicht im ersten Docht jetzt Long einsammeln. Das tut in der Regel nicht gut, das tut weh, das muss nicht sein. Deswegen habe ich 9 Uhr ja auch das Webinar quasi mit Chris eröffnet, mit Christian. Und wir haben uns erstmal den Markt angeschaut. Es kam in diesem Bereich zu einer Stabilisierung hier. Das heißt, das war ja dieser Nachtbereich. Hier ist quasi dann das Gap bis zum 22 Uhr Schlusskurs von gestern Abend. Und das Gap im Xetra lag viel tiefer, damit wir das mal auf gleichen Bereichen sehen, im gleichen Zeiteinheiten, 5 Minuten Zeiteinheit. Jetzt hier das Gap, die Linie haben wir uns vorhin live eingezeichnet, ist hier an der Stelle das Gap geschlossen. Es ist brutal durchgegangen, denn diejenigen, die hier End of Day Long waren und sich hier zwar über die Kurse gefreut haben, aber nicht den Gewinn mitnehmen wollten, sondern ihn vielleicht ausreizen wollten, vielleicht gedacht haben, jetzt kommt der große Ausbruch und wir machen ein neues Allzeithoch oder laufen zumindest zum Allzeithoch hin, die haben ihren Stopp ja entweder schon auf Break-Even gezogen gehabt oder unter den Tiefs des Vortages gesetzt. Und die Tiefs des Vortages waren um die 620, 630, eine schöne Handelsrange quasi gestern gewesen. Und hier lagen also ganz, ganz viele Orders, die auf ganz, ganz wenige Käufer getroffen sind. Ja, also wenn die ganzen Stop-Orders hier rausgehauen worden oder rausgegangen sind, dann führt das zu Volumen, zu Druck. Und der Druck setzt sich dann fort, indem man genau solche Kerzen sieht. Ja, das haben wir gesehen am Markt. Was habe ich gehandelt? Ich war in diesem Bereich hier schon aktiv und habe eine Order eingestellt. Und zwar war das bei 55. Das entsprach in etwa dem Bereich des... Na, jetzt haben wir hier drüber. Der zieht sich automatisch groß. Das war in etwa der Bereich hier. 55, 56, weil eben das die Nachthochs waren, beziehungsweise vor diesem Spike die Hochs des gestrigen Abends. Wer sich das mal noch so ein bisschen aufzoomt und zurück anschaut, der weiß ja, dass es gestern in diesem Bereich öfters mal zu Verkäufen gab. Also war das für mich ein Bereich, wo ich sage, ja, da macht es Sinn, eine Order reinzustellen mit vertretbarem Risiko und Money Management und bin quasi hier in diesen Trade hineingegangen, hatte den Stopp um die 10 Punkte entfernt gesetzt oder 15 sogar, das Target ähnlich angepasst, weil es hier dieser Konsolidierungshochpunkt war und bin sozusagen, das war der Screenshot während des Trades, wo es 12,50 € waren. Auch hier habe ich wieder zwei CFDs gehandelt zu Vorführzwecken und jetzt kann ich das Ganze auch nochmal screenen, was dann am Ende rauskam mit Uhrzeit. So, machen wir einen ganz kurzen Screenshot, wegspeichern. Es ist mit mehreren Monitoren zwar einfach alles zu beobachten, aber manchmal complicated, auf welchem Bildschirm denn das entsprechende Bild erscheint. So, dann war das quasi der zweite Trade, der dann im Endeffekt bei 68,5 auch hier ein Take Profit eingegeben, also nicht manuell aus dem Markt genommen, nochmal 26 € gebracht hat, bei wohlgemerkt zwei Kontrakten. Sie können dann natürlich auch 20, 200, welche Größe auch immer, nach oben handeln, dann skaliert sich das entsprechend höher. Was auch sehr, sehr gut möglich ist, ist Bruchteile eines CFDs zu handeln. Und das ist auch letzten Endes der Vorteil gegenüber einem Future, das hatte ich vorhin kurz angedeutet, den Future kann man nicht stückeln. Es gibt nur ganze Futures, man kann den sich vielleicht mit einem Kollegen teilen, aber den Future an sich kann man nicht stückeln. Also wenn der Future 25 Punkte Wert hat, dann hat er 25 Punkte Wert pro Punkt und man kann nicht sagen, ich kaufe einen halben Future. Ja, also bei einem Fonds kann man oder ETF kann man Bruchteile kaufen.
Optionsscheine sind so klein gestückelt, da kann man zwar auch nur Ganzteile kaufen, aber da gibt es ja schon welche für 20, 30 Cent. Und den Future kann man eben nicht stückeln. Also man muss wirklich bereit sein, diese Bewegung auszuhalten, letzten Endes. Aber CFDs kann man bei JFD MetaTrader sogar stückeln. Also man kann sagen, dass man nicht mal einen CFD handelt, dass man zu Übungszwecken vielleicht nur einen halben handelt, also 0,5 oder 0,7 oder noch kleiner, 0,01 CFDs können Sie sogar handeln. Und das macht das Ganze charmant, wenn man sich ein wenig in den Märkten austoben möchte. Nach oben skalieren geht immer schnell, hängt letzten Endes von der Kontogröße und von der Psychologie ab. Nach unten skalieren geht aber bei JFD Brokers genauso im MetaTrader. Und das wollte ich einfach nochmal mitgeben, dass es durchaus Spaß machen kann, mit kleineren Stückzahlen, die aufzusummieren letzten Endes. Denn wenn man viele Trades am Tag macht, dann kommt ja auch schon etwas rum. Ja, der Markt scheint sich beruhigt zu haben. Wir haben keine Meldung bei Twitter, beziehungsweise der Christian hat ja immer mal bei Twitter geschaut, gefunden. Ich habe auf dem anderen Monitor, während ich gesprochen habe, auch gesehen, was kam. Kurz nach 10 kamen die italienischen Auftragseingänge, Industrie. Genau. Die waren richtig schlecht und ich denke, es könnte daran gelegen haben. Die waren im März bei minus 4,2%. Ja. Nach revidiert und die anderen wurden revidiert. Davor waren sie plus 5,2 im Vormonat. Also in Italien ist Dolce Vita gerade nicht so angesagt. Und das wirkt sich natürlich auf Europa aus. Und da wissen wir dann auch, das lässt den Dow Jones Future so ein bisschen kalt, wie man sieht. Das hat auch die europäische Währung ironischerweise relativ kalt gelassen. Aber es hat, und da möchte ich dann nochmal den die Heatmap quasi in Verbindung bringen, die Heatmap auf Finanztreff, wo man die Märkte alle im Überblick hat, dann sieht man natürlich auch, dass bei JFD der Euro 50, der Eurostoxx 50, 0,22% verloren hat und der DAX hat viel, viel stärker verloren. Ja? Also hier hat man einen super Überblick, USA wenig passiert bei den Indikationen, UK ist auch kaum nach unten gegangen. Der Eurostoxx auch kaum, aber der DAX, das liegt vermutlich daran, dass der DAX sehr exportlastig ist, dass er natürlich sofort einen Dämpfer bekommt, wenn wirtschaftlich ein anderes Land, was ein Hauptabnehmer oder ein großer Abnehmer von unserer Exportware ist, in Schwierigkeiten gerät, wenn dort nicht mehr so viel konsumiert wird, dann schlägt sich das sofort auf den DAX durch. Ja, und ein weiteres Indiz ist übrigens auch der Goldmarkt, der kaum gestiegen ist. Also wenn wirklich international etwas passiert wäre, was in Richtung Terror, Krieg, Handelssanktionen, Notenbanken und so weiter gegangen wäre, dann hätte auch der Euro, der Goldspot neben dem Euro-US-Dollar massiv reagiert. Hatte aber nicht. Insofern kann man jetzt nochmal tiefer einsteigen. Also man könnte jetzt sagen, man schaut sich den DAX an und im DAX natürlich die Top-Flops in der Indexzusammensetzung und sieht dann, welche Märkte sind nach oben oder nach unten gegangen. Auch hier ist es alles relativ eng beieinander. Eine Lufthansa ist nach oben gegangen. Ja, da freut man sich, dass sie auch mal wieder den Luftverkehr bereichern. Mit Air Berlin hat man mehr Schwierigkeiten, habe ich in der Vergangenheit mitbekommen. Viele, vor allem in Tegel, viele Ausfälle, Verspätungen, Gepäck nicht da. Also das ist nochmal ein anderes Thema, aber die Banken haben nicht gewackelt, Lufthansa alles in Ordnung. Und auf der Verliererseite ist Oh, es Andreas. auch ist kein Ausreißer. Ja, ich bin da. Der Manfred fragt, in welchem Zeitfenster tradest du normalerweise, fragt der Manfred. Frage aus dem Kundenbereich. 5 Minuten. Wir sind jetzt schon in dem Handelsfenster, wo ich auch Oh. trade, wo ich auch die Trades gezeigt habe. Ich hatte ja zwei auf und habe die gezeigt. Also der zweite war ja dann hier quasi in dem Bereich, wo das 22 Uhr Gap geschlossen war, Long, wurde dann auch zum Target ausgeführt. Also das ist durchaus dann auch der Screen entspricht dem Bereich, in dem ich trade. Wenn ich Live-Trading verzeichne oder wenn Wirtschaftszahlen kommen, dann schalte ich durchaus auch mal auf den Minutenchart um. Aber wenn wir das jetzt hier bei Xetra machen, dann sieht man, dass solche Kerzen dem Minutenchart natürlich eine andere Wertung geben, dass man sehr schnell im Minutenchart an die Grenze des Chartfensters kommt und dadurch
optisch, nur optisch der Eindruck erweckt wird, dass der Markt nicht mehr stärker in eine Richtung gehen kann, dass wir schon unten sind oder schon oben sind. Ja? Das ist aber nur ein optischer Fehler, denn den Chart kann man sich natürlich entsprechend zusammenziehen. Was ich auch immer charmant finde, dass man hier noch so ein bisschen Platz lässt im Chart, nicht nur damit man dann Pfeile, Trendlinien einzeichnen kann, sondern dass man auch Projektionen, dass noch Platz für Projektionen sind, die man dann letzten Endes im Chart einzeichnen kann. Also man kann in den Chart, der ist immer noch nackt, beziehungsweise ich habe eine Sache eingezeichnet, ich habe keine wilden Regenbogenwolken, sondern wirklich ganz einfache Dinge, die ich einzeichne. Und da könnte man jetzt sagen, okay, wir nehmen das Tief, das macht noch gar keinen Sinn, das ist eben ein Minutenchart, das ist weniger eine charttechnische Linie als eine Orientierungslinie, wo man ungefähr weiß, der Druck könnte sich aufbauen, wenn es nochmal in Richtung Tagestief kommt. Das werden wir dann, denke ich mal, auch sehen, wenn wir in den Bereich kommen, dass hier der Chart etwas stärker zuckt, wie man so schön sagt, weil mehr Handelsakteure dann aktiv sind, weil die ähnliche Formationen oder Chartdarstellung nutzen, aber wie gesagt, 5 Minuten und da macht dann der wieder gar keinen Sinn. Da gibt es nämlich nur 4 Candles. Im Stundenchart sieht man dann gar nichts. Deswegen mache ich die mal schnell wieder raus. Ich bleibe im 5-Minuten-Chart. Ja, was können wir im 5-Minuten-Chart noch einzeichnen? Wir haben auf alle Fälle vom Vortag den Bereich, wo man sagt, hier wäre es interessant, wieder aktiv zu werden. Einerseits als Rücklauf, also wenn der Markt hier nochmal zurückläuft. Ja, wie gesagt, Tagestief. Und dann geht es nochmal richtig runter. Man sieht in dem Chart nicht, bis wie weit es laufen könnte. Ja, man sieht in dem Chart jetzt nur die rote Candle. Das ist dem Umstand geschuldet, dass wir im betrachteten Zeitraum in den letzten Stunden gar nicht in dem Bereich waren. Logischerweise, man kann den Chart also jetzt, oder man sollte ihn höher schalten auf die 15-Minuten-Zeit. Eben auch hier sieht man keine potenzielle Unterstützung. Erst im 30-Minuten-Chart wird bekannt, oder kommen bekannte Terrains zurück, die wir schon mal durchwandert hatten. Ja, also male ich jetzt hier eine horizontale Linie ein, die 67. Vorhin war das Tief, glaube ich, bei 69. Wir sind jetzt hier mit Schmackes durch in der Kerze. Ja, wie weit kann es gehen? Auch ich habe keine Glaskugel, aber ich sage mir, da es keine Unterstützung gibt in dem Bereich, würde ich auch nicht in dieses fallende Messer greifen und auch nicht auf diesen Markt in der Kürze aufspringen, denn die letzten 3-Stunden-Candles haben insgesamt ein Volumen jetzt von 150 Punkten. So, und 150 Punkte können auch mal schnell, wenn man Retracements anlegen würde, korrigiert werden mit 70, 80 Punkten. Das heißt, wenn ich jetzt hier aufspringen würde, Short, dann müsste ich den Stopp im Stundenchart auf die obere Candle legen, laut Risiko-Money-Management vielleicht nur 15, 20 Punkte weg und das geht in der Regel ins Auge. Das heißt, wir lassen es, wir klicken jetzt nicht wild in die Candle rein, auch wenn sich das vielleicht einige wünschen, dass hier mehr Action passiert, aber dem Risiko-Money-Management, und hier wird auch live gehandelt, das muss man dazu sagen, muss man einfach höher gewichten als den Reiz des Charts zu unterliegen, wie man so schön sagt. Also dann, das, wie du schon gerade sagst, das ist ja schon natürlich schon verlockend. Hättest du theoretisch am Morgen schon, das ist natürlich immer das Fatale bei so einem Webinar, dass man sich ein Stück weit verquatscht und dann nicht den Chart eben begutachtet, was übrigens die größte Herausforderung ist, wenn man Live-Trading macht, also Erklärung, Anekdoten, Trader-Talk, nebenbei noch Chart-Viewing, Auswertung und dann nebenbei noch Trades, in Anführungszeichen, das ist schon eine Herausforderung. Hättest du hier den Short-Einstieg hier bei 12.620 vielleicht gesucht in dem Bereich? Da hätte ich bei der Analyse durchaus auf andere Instrumente zurückgegriffen, und zwar auf das Instrument, dass man sich einstoppen lassen kann. Mhm. Und da macht es durchaus Sinn, wenn man sich die Vortageshochs und Tiefs anschaut und mit ein bisschen Abstand von vielleicht 4-5 Punkten, denn solche Bereiche werden auch gerne noch einmal angetestet, mit 4-5 Punkten Abstand eine Order in den Markt legt. Der Vorteil ist, dass das auch nichts kostet. Also das ist im Grunde genommen, wenn es dazu kommt, dass der Markt solche Kapriolen schlägt, ist man dabei. Und wenn nicht, löscht man die Order abends wieder. Aber bitte nicht vergessen, liebe Zuhörer, dass man die Orders dann rausnimmt, weil irgendwann sammeln sich so viele Orders im Orderbuch an, dass man gar nicht mehr weiß, von wann kamen die überhaupt. Und dann macht es Kling, Klang, Klong. Und man hat dann Positionen, wo man sich fragt, wo kommen die denn eigentlich her? Wer ist die denn eingegangen? Aber vielleicht noch eine kleine
Eine kleine Anekdote dazu sei mir gestattet. Ich habe mit einem Broker, einer Berater ist quasi, nee, das ist das falsche Wort, sondern Betreuer. Es gibt ja bei jedem Broker auch Betreuer. Also wenn Sie bei JFD ein Konto eröffnet haben, werden Sie bestimmt eine E-Mail bekommen haben von einer Person, also nicht von einem Computer, 0815 E-Mail, sondern da steht ein wirklicher Name. Das ist ein Ansprechpartner, den kann man im Live-Chat kontaktieren. Das ist Ihr Betreuer. Und wenn man auf Events wie der World of Trading mit den Standbetreibern, die teilweise auch die Betreuer sind von Ihnen, von Ihrem Handelskonto, spricht, erfährt man interessante Geschichten. Ja, also es gibt es wird durchaus auch bei größeren Konten vor allem so etwas gemonitort, also dass der Betreuer schaut, ja, wie geht es denn dem Konto, wie läuft denn das, ist alles in Ordnung? Man nimmt als Betreuer Kontakt auch zum Kunden proaktiv auf, fragt, ob alles in Ordnung ist, ob es vielleicht ein Feedback gibt, was man besser machen kann und. All diese Bereiche spielen damit hinein. Und da hat mir ein Betreuer eine Story erzählt, dass er bei einem Kunden beim Monitoring gesehen hat, dass nicht ganzzahlige DAX-Pakete, also 30 Allianz-Aktien oder 50 Daimler, gehandelt worden, sondern wilde Zahlen in Aktien, die man schwer aussprechen kann. Also irgendwelche norwegischen Ölexplorer, 322 Stück und irgendwie 17 asiatische Internet-Startup-Aktien, wo er sich gar nicht erklären konnte, was da los ist, weil das gar nicht dem Handelsverhalten des Traders entsprochen hat. Und was hat er getan? Er hat den Trader versucht zu kontaktieren, keine Antwort bekommen, hat dann auf dem Handy eine Stunde später, als der Orderfluss sogar noch zunahm, also als ganz wilde Orders letzten Endes im Orderbuch standen, hat er den Trader angerufen. Der Trader meldet sich etwas verdutzt auf dem Handy und sagt, er mäht gerade den Rasen im Garten, wo denn das Problem liegt. Und er sagt, ja, das Problem liegt vielleicht am Orderdesk, da sind mehrere aktive Orders. Der Mann hat schnell aufgelegt, ist reingerannt, hat zurückgerufen, hat dann wohl gesagt, dass der dreijährige Sohn auch mal wie der Papa sein wollte und hat am Rechner, am aktiven Rechner, war also nicht gesperrt der Rechner, auf der Tastatur ein wenig herumgeklickt. Und da ist dann auch der Nachteil des Ein-Klick-Tradings. Oh je. Die Orders waren im Markt. Ich weiß nicht, ob es profitabel war oder nicht, ob der Junge dann ein extra Spielzeug bekommen hat, ob er vielleicht in den nächsten Jahren zu einem Trader heranwächst oder aber komplett Monitorverbot hat. Das entzieht sich meiner Kenntnis, aber es ist eine nette Anekdote, was passieren kann auch. Ja, also halten Sie Ihr System immer geschützt, lassen Sie den Rechner nicht einfach irgendwie rumstehen, denn wir handeln an den Märkten, mit Geld, mit Hebel teilweise. Ja, da kann viel passieren und da wollen wir nicht, dass was Schlimmes passiert. Ganz kurz, darf ich kurz reingrätschen, mein Guter? Der Thorsten schreibt gerade zum Beispiel, es fällt so schwer, da jetzt nicht zu shorten. Vielleicht können wir uns das nochmal kurz angucken, wie du den Markt jetzt aktuell bewertest. Vielleicht sehen wir jetzt auch einen schönen Pullback, aber ich muss kurz zu dem überschwänglichen Absturz beim DAX in Anführungszeichen. Da soll nochmal einer sagen, an Feiertagen passiert nichts, haben wir heute eigentlich ganz schön mitgenommen. Wie gesagt, wir sind heute in der Spitze 171 Punkte vom Hoch bis zum aktuellen Tief gelaufen und das Interessante an der gegenwärtigen Situation ist, dass wir beim DAX trotz der neuen Höchststände, die wir ja unlängst markiert hatten, mit fallender Volatilität zu kämpfen haben. Wir haben im Schnitt während der letzten 10 Tage so eine Range um 100 Punkte am Tag und jetzt sind wir aktuell schon 171 gelaufen. Das heißt, wir sind deutlich über der standardisierten Handelsrange schon ausgebrochen, aber ich erinnere mich, und das wirst du wahrscheinlich bestätigen, Andreas, auch wenn ich jetzt sag mal nicht der Index-Spezialist bin, aber der DAX bewegt sich ja schon in Richtung 200 Punkte im großen Schnitt. Also er ist ja schon sehr volatil an für sich. Aber während der letzten Zeit ist die Volatilität, also es gab immer so schöne V-Reversals, also starke Peaks und dann aber wieder auch Tage, wo dann relativ gesehen gar nichts ging. Und im Schnitt haben wir hier tatsächlich eine Range, wenn ich da auf meine Statistik gucke, eben von knapp 98 Punkten, also rund 100 Punkten, was natürlich dann doch schon dürftig ist mit so einer fallenden Volatilität, oder? Ja, das stimmt. Also da war ja auch der VDAX immer wieder im Auge der Beobachter. Also der DAX, der die Volatilität misst, der VDAX, den kann man übrigens auch mit Futures handeln. Also wer da handeln möchte, hat da durchaus Freude dran, bringt aber pro Tick, ich glaube, 1000 Euro Bewegung im Konto. Also ist vielleicht nicht für jedermann geeignet. Und Thema Pullback, wie man gerade schon gesehen hat oder am Chart sieht, wie der Kollege einwarf, ja, Pullback, ja. Es gab hier quasi im Tief bei, lasst mich lügen, um die 40, jetzt eine Gegenbewegung, die
wie ich vorhin andeutete, durchaus auch mal 50, 60, 70 Punkte gehen kann. Die ging jetzt schon 35, hat diesen Bereich wieder tangiert. Aber wer jetzt hier eingestiegen ist, wird natürlich sagen, oder im Nachgang der Chartbetrachtung wird man natürlich sagen, warum ist man nicht hier eingestiegen? Super Pullback. Was wäre denn hier gewesen, wenn man hier eingestiegen wäre? Wo ist denn hier der Super Pullback? Dann wäre man fett ausgestoppt, wie man so schön sagt. Das hätte gar nichts gebracht. Und man weiß eben nicht, wann ist denn Zeit für einen Pullback. Also man braucht ein valides Muster im Chart. Ich schalte auch nochmal gerne auf die 30 Minuten. Hier hatte ich ja diesen Peak als Unterstützung eingezeichnet, als horizontale Linie bei 67. Und da sind wir sauber durchgelaufen. Jetzt kommen wir zurück. Das könnte natürlich ein Shooting Star werden, wenn man in der Kerzenlehre ein bisschen tiefer verankert ist. Aber auch hier würde ich erstmal abwarten, wie das aktuelle Chartbild, mein Lieblingschartbild ist ja, wie ich schon sagte, das 5-Minuten-Chartbild, wie das reagiert. Also kommt es zu einer Stabilisierung hier in den 80er-Bereich oder ist es nur ein Pullback und wir tauchen nochmal nach unten ab? Das muss einfach der Chart uns sagen. Also hier bringt es gar nichts, den Chart, die Chartentscheidung vorwegnehmen zu wollen oder die eigenen Gedanken dem Markt aufzwingen zu wollen, denn das Volumen, auch das hattest du vorhin angesprochen auf eine Zuhörerfrage hin, wir bewegen den Markt nicht. Und da ich George Soros vorhin ins Gespräch brachte, der neulich in den Medien verlautbaren ließ, dass er 1 Milliarde Verlust gemacht hat mit Short-Spekulationen, auch er kann den Markt letzten Endes nicht bewegen. Also 1 Milliarde ist auch ein Witz. Ja, also das bringt gar nichts am Markt. Deswegen nie stur sein, immer sein Setup durchhandeln, das gehört einfach auch dazu. Und zu meinem Setup, oder es gehört auch dazu, nicht zu handeln. Ja, also ich glaube, das ist noch viel schwieriger, nicht zu handeln, als einfach in den Markt zu klicken. Also Disziplin aufzuweisen, jetzt nicht auf jede Kerze aufzuspringen. Das ist langfristig wichtig, um das eigene Konto am Leben zu halten. Und nur wenn man es am Leben hält, hat man ja die Chance, das Konto zu steigern. Also viel Aktionismus heißt ja nun nicht im Trading, dass man auch viele Ergebnisse erzielt, positive Ergebnisse. Man kann das Ganze nicht hochskalieren. Also man kann im Trading nicht sagen, wenn ich 8 Stunden trade, mache ich einen Profit von, nur mal, damit sich es besser rechnet, von 1.000 Euro. Wenn ich aber 16 Stunden am Tag handel, mache ich dann 2.000 Euro. Also das funktioniert vielleicht am Fließband, in der Produktion, in der Automobilzulieferindustrie und so weiter, wenn man das Fließband einfach auf die doppelte Geschwindigkeit stellt und die Menschen machen das mit, die da dran stehen, beziehungsweise der Roboter kann auch schneller getaktet werden, dann kann man den Output höher stellen. Aber im Trading funktioniert das nicht, dass man sagt, man setzt sich einfach mehr Zeit an den Computer oder man baut sich einfach noch 10 Monitore mehr hin und hat deswegen 10 Märkte parallel, wo man die Sachen abscannen kann. Das funktioniert nicht, dass da parallel dazu der Output ansteigt. Also diese Illusion muss ich auch gleich einmal ad acta legen. Im Gegenteil, muss man ganz sagen, also bei mir war es zumindest so, als die Quantität zurückging, wurde die Qualität eigentlich besser sogar. Wenn man das so sagen darf. Tatsächlich. Ja, weil man sich dann auch auf die ordentlichen Signale fokussiert und nicht, wie hatte mal ein Kollege im Webinar gesagt, Heiko war es sogar, er hatte gesagt, man handelt nicht jeden Scheiß. Entschuldigen Sie bitte das Wort zum Feiertag, aber es ist wirklich so. Also man handelt nicht blind im Markt, sondern man schaut sich die Premium-Signale an oder die es wert sind, gehandelt zu werden, wie man so schön sagt, ja. Und das tun wir natürlich auch. Und ich habe hier auch noch ein paar Folien zum Thema weltweiten Handel mitgebracht, was wir uns vielleicht auch zwischendurch immer mal auszugsweise reinschieben können. Ja, also der Markt ist ja so vernetzt. Hier sind die auf der Folie, ich schiebe das mal rüber und mach mal, nee, das war das falsche Fenster. Die vielen Monitore können durchaus verwirren. So, wenn ich mir jetzt die eine Folie groß zoome, kann ich glaube ich auch so machen, dann sieht man ja, wo die anderen Marktteilnehmer sitzen. Ja, also es gibt ja Daytrader, es gibt Banken, es gibt Vermögensverwalter, Hedgefonds, Handelssysteme, die sitzen überall auf der Welt verteilt. Also das ist nichts, wo derjenige direkt im Nachbarraum sitzt. Und das macht es ja einerseits spannend mit
völlig fremden Personen zu handeln, wo man nicht weiß, ist derjenige, tickt der so wie ich, ist es ein Scalper, ist es ein Daytrader, ist es ein Anleger, ist es ein Portfolio, was hier aktiv wird. Das macht es spannend, aber das macht es natürlich auch schwierig. Und man vergleicht das, ich glaube, heute am Vatertag sei der Vergleich erlaubt mit Fußballspielen. Ja? Also vielleicht gibt es ein, zwei Hobbykicker oder vielleicht spielt der ein oder andere von Ihnen auch gerne Fußball, dann sitzt man oder steht am Bolzplatz, man feuert seine Lieblingsmannschaft an oder spielt vielleicht auch selber und hat vielleicht so einen Traum, dass man einmal aufs Tor schießen möchte, wenn Manuel Neuer drin steht oder einmal gegen Ronaldo dribbeln oder gegen Mesut Özil ja, ins Spielfeld reinschauen und Pässe geben mit einer hohen Genauigkeit. Das alles wird ein Traum bleiben, denke ich, denn die spielen in einer, wie sagt man so schön, anderen Liga. Ja, und es gibt die Champions League Liga, es gibt die erste Bundesliga, zweite, dritte, vierte Dorfvereine, Kreisliga und so weiter. Und die werden in der Regel nicht durchmischt. Also sowas wie Lotte gegen Werder Bremen oder wie die Kombination hieß, gibt es eben nur im DFB-Pokal nach Auslosung. Aber ansonsten treffen diese Mannschaften nie aufeinander. Aber wir als Trader treffen jeden Tag auf den George Soros zum Beispiel, der sitzt irgendwo in London oder sonst wo oder lässt sitzen, wie man so schön sagt, er muss das ja nicht selber machen, er hat ja eine große Investmentfirma, einen Hedgefonds, da wird durchaus mal die ein oder andere Order durchs Orderbuch getrieben, wo wir der Abnehmer oder der Geber sind, je nachdem, ob man die Short- oder die Long-Seite bedient. Also wir handeln in dem Haifischbecken Börse mit all diesen hier aufgezeigten Handelspartnern. Ja, also wir stehen mit denen auf dem Platz, wenn wir wieder das Thema Fußball ins Spiel bringen. Und dann steht ein Ronaldo vor uns, hinter uns steht ein Özil und im gegnerischen Tor steht der Manuel Neuer. Ja, und jetzt versuchen sie mal das Ding reinzumachen, wie man so schön sagt. Das wird extrem schwierig. Und deswegen sage ich auch zu allen, die mit dem Trading anfangen wollen und sich denken, mit dem Handy, mit dem Smartphone von unterwegs im Stau, kann man doch mal ein paar Orders absetzen. Klar, das kann man. Aber wird es auf Dauer erfolgreich sein? Ich lehne mich da aus dem Fenster und sage, nein, das wird es nicht. Denn diese ganzen Handelssysteme und die ausgeklügelten Risiko-Money-Management-Systeme oder auch die Order-Arten, es gibt ja mehr als 50 Order-Arten, also dieses Long und Short, das sind ja, oder Market-Order, das ist ja nur eine Order-Art. Es gibt ja viel, viel komplexere Order-Arten. Es gibt ja, und auch das kann man mit den verschiedenen Add-ons von JFD sich noch installieren auf den MetaTrader. Es gibt ja Bracket Orders, es gibt OCO Orders, also One Cancel Other. Sie können eine Order eingeben, die ein Gewinnziel hat, das habe ich ja vorhin getan, und einen Verluststopp und das miteinander kombinieren. Also je nachdem, was zuerst auftritt, löscht eben den anderen Teil der Order und das macht es charmant und genauso gibt es im Orderbuch auch die sogenannten Iceberg Orders, also wo Orders im Orderbuch stehen, die nicht wirklich bedient werden sollen, einfach nur um andere Marktteilnehmer ein wenig in die Irre zu führen oder die an bestimmten Punkten auftauchen wie ein Eisberg, deswegen Iceberg Orders, wo dann im Future, wenn auf beiden Seiten Bid und Ask sonst nur 10 DAX Futures stehen, dann auf einmal 500 stehen, wo man als Trader erschreckt und denkt, wow, was kommt denn jetzt für ein dicker Brocken im Sinne von ein finanzstarker Typ um die Ecke? Vielleicht kommt er gar nicht um die Ecke, vielleicht möchte der einfach nur uns erschrecken oder die anderen Trader beeindrucken und hat eine ganz andere Intention, am Handel teilzunehmen. All das wissen wir nicht, das ist anonymisiert, der ganze Handel und wir selber haben natürlich unterschiedliche Erwartungen. Also wir haben, vielleicht ist Trading auch ein Hobby für Sie, das ist auch okay. Also ein Bekannter von mir, der tradet aus Hobbygründen, der sagt, ja, ich will einfach, ich suche den Spaß dabei, wenn was rauskommt und ich kann meiner Frau ein paar Blumen mitbringen, dann freue ich mich sehr. Aber ansonsten möchte ich das nicht als Einnahmequelle klassifizieren und auch nicht titulieren, denn so viel bringt es mir nicht. Und ein Hobby kostet Geld. Also wenn ich mich im Fitnessstudio anmelde, kostet es einen Monatsbeitrag. Wenn ich den Golfplatz erstmal die Platzreife mache und so weiter oder Autos, Oldtimer sammle, all das kostet Geld und dann ist es ein Hobby. Wenn man es als solches deklariert, fein,
alles super. Aber man muss so ehrlich zu sich selbst sein und sagen, ist es ein Hobby? Will ich Geld verdienen? Dann geht die ganze Geschichte natürlich ein bisschen in die professionellere Schiene. Orientiere ich mich vielleicht sogar an einer Benchmark? Also möchte ich besser sein als den Fonds oder bleiben wir mal ganz, ganz sanft bei niedrigen Prozentern? Möchte ich einfach mehr Geld im Trading erwirtschaften, als ich auf mein Sparbuch bekomme? Und da man auf dem Sparbuch sehr, sehr wenig bekommt, klingt es leicht zu sagen, ja, das schaffe ich mit meinem Trading-Konto, ist aber in der Umsetzung schwierig. Und dann kann es nur funktionieren, wenn Sie wirklich ganz stark auf das Risiko achten und nicht irgendwie mit einem 100er Hebel das Depot komplett ausschöpfen oder 50er Hebel, sondern wenn Sie kleine Größen handeln, wenn Sie die konstant durchhandeln, also immer wieder bei derselben Positionsgröße bleiben, um sich einfach dran zu gewöhnen und das Konto dann langsam versuchen zu größer zu machen, also zu vermehren, wie man so schön sagt. Aus Adrenalin sollte man nie handeln, weil Adrenalin ist ein schlechter Ratgeber. Der Botenstoff wird im Körper ausgeschüttet, wenn zum Beispiel Gefahr droht, wenn man letzten Endes Angst haben muss vor irgendwas. Also Adrenalin wurde zum Beispiel bei Urmenschen stark ausgeschüttet, weil man als Angstgefühl ja sein Leben retten musste. Und es gab drei Möglichkeiten. Wenn der Löwe oder der Säbelzahntiger einem gegenüberstand, gab es ja nur drei Möglichkeiten. Vielleicht hat der Christian ja, ich gebe mal eine vor, vielleicht hat Christian eine der anderen beiden. Die erste Möglichkeit war natürlich mit der Keule draufzuhauen auf den Löwen. Was fällt dir denn noch für eine Möglichkeit ein? Im Sinne des Angstgefühls, Ja, der meinst Löwe kommt auf dich zu, du schüttest Adrenalin aus, wie verrückt, wie würdest du dich verhalten? du, ich würde mich entgegenstellen und genauso versuchen zu brüllen, weißt du? Und Ja. drauf hoffen, ja, jetzt mal Prinzip Hoffnung, todgefährlich an den Märkten, und drauf hoffen, dass er dann wegrennt. Ja, also quasi in den Kampf übergehen. Konfrontation, Dann richtig. Konfrontation, richtig. Das ist also ein elementares Gefühl, was Adrenalin ausschüttet im Körper, wo man dann auch auf einmal die Kraft, wenn ich das jemandem erzähle, Löwe, da würden die meisten sagen, oh, wie Löwe heutzutage, ich würde mein Smartphone zücken und das Ganze auf Instagram stellen, das gibt ein geiles Bild. Aber heutzutage kennen wir das ja nicht mehr. Also diese Überlebensangst gibt es bei uns nicht, also in unserer zivilisierten Welt zumindest nicht oder ganz, ganz, ganz selten. Und diese Dinge waren aber früher elementar. Und dieselben Botenstoffe wie früher sind immer noch in unseren Genen und unserer Genetik verankert. Ich kläre kurz auf, beziehungsweise ich füge die anderen zwei nochmal hinzu. Also Kampf ist Nummer A. Da muss man natürlich wissen, hat es überhaupt Sinn? Hat man eine Chance zu kämpfen? Also gegen fünf Löwen vielleicht dann nicht mehr. Einer mag noch gehen. Siegfried und Roy hatten zwei, glaube ich, und es ging auch nicht immer gut. Gut, die haben nicht gekämpft, die haben, ja, okay, anderes Thema. Es gibt noch die Möglichkeit, sich totzustellen. Das funktioniert manchmal besser, manchmal schlechter, beim Löwen eher schlechter, denke ich. Man hatte das in dem Film, wo Leonardo DiCaprio Revenant den Oscar endlich bekommen hatte. Da hat er sich vor dem Bär versucht totzustellen und der Bär hat ihn übel zugerichtet. Also wer die Szenen gesehen hat oder weggeguckt hat, zu Recht weggeguckt, das war wirklich sehr, sehr brutal gemacht. Alles im 3D-Animation, klar, aber das wäre die zweite Möglichkeit. Und die dritte wäre Flucht. Nun läuft ein Löwe ein bisschen schneller als wir, statistisch gesehen, auch schneller als Usain Bolt, denn der bringt das auch nur über höchstens 400 Meter auf die Strecke, die Geschwindigkeit. Also irgendwann holt der Löwe ihn ein. Und dann ist er böse, sauer, dann hat er Hunger. So, übertragen auf die Märkte. Es werden dieselben Botenstoffe wie damals ausgeschüttet, übertragen auf die Märkte und das Trading finden auch genau dieselben Funktionen statt. Klar, dieselbe Genetik, dieselben Botenstoffe, es finden dieselben Prozesse im Gehirn statt und wir reagieren gleich. So, das heißt, Sie sind mit einem 50er Hebel unterwegs. Der Markt fabriziert genau eine solche Kerze, die wir gesehen haben. Ich klicke jetzt mal wieder das Stück zur Seite. Und Sie sind long hier oben. Und jetzt kommt diese Kerze. Ja, dann gibt es die Fraktion A, die kämpft, die sagt, ja, jetzt erst recht. Jetzt haue ich nochmal 10, 20, 30 Kontrakte, alles, was das Konto hergibt, rein. Ich kämpfe gegen den Markt. Da möchte ich als Gedankenblase nochmal den George Soros erwähnen, zum dritten Mal, dann ist aber auch gut. Man kann nicht gegen den Markt gewinnen. Ja, also der Markt besteht ja nicht, der Markt ist ja nicht wie ein Löwe, der auf einen zukommt, sondern der Markt besteht ja aus einer Vielzahl von Marktteilnehmern. Und die alle, warum auch immer, drängen in den Markt und geben ihre Orders ab. Und wenn die alle zur selben Zeit dann in dieser Kerze bam
Verkaufen drücken, dann können Sie nicht sagen, ich kaufe das Zeug auf, weil so viel Geld haben Sie alle nicht, haben wir alle auch nicht zusammen. Vielleicht mit Christian zusammen, aber das wird ganz, ganz knapp, müsste ich nochmal durchrechnen. Dann könnte man den Markt vielleicht aufhalten, aber in der Regel ist Kampf gegen den Markt ein No-Go. Also da, diese erste der drei Möglichkeiten streiche ich schon mal. Da hast du recht. Also wie gesagt, sehr, sehr interessante Feststellung, weil das vergessen tatsächlich viele, dass die Gefühle uns da mal mit reinspielen beim Trading. Und apropos Gefühle, schaust du eigentlich auch auf Rohstoffe, wie zum Beispiel unser WTI? Da knallt es jetzt ordentlich durch. Das gab jetzt eine ähnliche Bewegung wie beim DAX zuvor. Die Frage eben, was man hier machen kann. Also WTI ist ja eh, sage ich mal, also das Öl zu handeln ist auch schon, ich will sagen, ich meine, der DAX ist schon eine Riesenherausforderung ja an sich, aber der Ölpreis ist da natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Warum der Ölpreis jetzt eingebrochen ist, wie gesagt, machen die Kurse die Nachrichten oder die Nachrichten die Kurse. Im Grunde genommen ist es irrelevant, jetzt die Aussage zu suchen. Man kann ableiten, dass er an den Great Britain News lag oder an den Auftragseingängen aus Italien oder die, sage ich mal, der Rückgang der Automobilproduktion in Großbritannien. Mag aber auch sein, dass es ein ÖPEC. Moment, heute ist doch ÖPEC in Wien. Jetzt klingelt es bei mir. Genau. Klinge mal weiter, ich möchte noch die zwei anderen Löwen-Stories. Musst du fortführen. Ich denke genau, mir fällt das jetzt gerade ein, wir haben ja heute ein ÖPEC-Treffen in Wien, das ist jetzt in dem einen Kalender hier gar nicht zu sehen, aber ich meine, genau das ist der Punkt und ich denke, das ist die Reaktion der Auslöser beim WTI und natürlich News-Trading, ganz heißes Thema, ja, da kann man praktisch auch fast die Münze werfen, man kann richtig oder falsch liegen oder man, sage ich mal, hat professionelle Vorgehensweisen in News zu traden, aber das ist natürlich auch schon wieder eine ganz andere Liga. Du sagtest ja vorhin, ÖPEC-Sitzung, genau, Manfred. Also wie gesagt, heute in Wien ist da dick was angesagt und da reagiert der Ölpreis natürlich akut. Aber führe fort die Löwengeschichte, Andreas. Wollte nur kurz aufs Öl eingehen. Oder ob du es handelst dann vielleicht, ne? Ob du es vielleicht handelst. Also ob Öl vielleicht für dich auch ein Vehikel ist oder ob du nur den DAX tradest. Also das auch so viele Fragen auf einmal parallel. Ich rede ja dann gerne ausführlicher, ich antworte gerne ausführlicher. Ich weiß, dass du das kannst, Andreas. Sonst musst du geschlossene Fragen stellen, die ich nur mit Ja, Nein. Das war eine geschlossene Frage. Handelst du Öl? Ja. Nein, gerade nicht. Aber ich bin sehr, sehr gut vernetzt und auch das ist wichtig unter Tradern. Vernetzt euch, nutzt Facebook, hatte ich vorhin vorgestellt, Twitter, Skype, Chats, also Wall Street Online als Plattform und so weiter. Es gibt so viele Communities, wo man sich vernetzen und austauschen kann. Nutzt das bitte alles, denn man kann nie alles im Blick haben. Also gerade wenn man als Trader davor sitzt und kein automatisiertes Handelssystem laufen hat, dann ist man ja darauf angewiesen zu sehen, wo passiert im Markt was. Und das, was ich Ihnen vorhin kurz gezeigt habe, meine Gedankengänge, wo ich rüberschaue zu den amerikanischen Futures, was passiert da, passiert im Euro was, vielleicht noch Twitter abchecken, was kam für eine News. All das kann man binnen Sekunden gar nicht selber leisten. Aber wir alle als schwarmintelligente Menschen, also die Schwarmintelligenz spielt hier mit rein, kann das leisten, weil der eine oder andere sieht dann immer wieder was man selber nicht auf der Uhr hat. Und ich habe durchaus zwei, drei Trader-Freunde, die handeln den Bund-Future, die handeln den Öl-Future und so weiter. Und wenn die mich anpinnen und sagen, hey, Andreas, hier im Öl-Future, da geht gerade was und da wird gerade eine ganz wichtige Wochenlinie durchbrochen, dann hole ich mir den aufs Desk. Also man hat dann natürlich hier auch die Möglichkeit, dann immer einen neuen Chart zu erstellen oder auch in der Marktübersicht sich neue Sachen hineinzuholen, den Chart zu öffnen. Dann hole ich mir das rein und dann handle ich das auch, ja. Aber pauschal schaue ich mir nicht alle Märkte an, denn das würde einen auch verrückt machen. Im Gegensatz dazu sage ich aber auch nicht, fokussiert euch auf nur einen Markt, denn auch das ist Ressourcenverschwendung. Es gibt Tage, da passiert im DAX gar nichts, aber im Euro-US-Dollar passiert was. Also scannt euch ruhig mal 4, 5 Märkte und je nach Monitorlage können Sie sich ja auch dort austoben. Auf die Monitore, die schaue ich mir immer an, die anderen schaue ich mir nur ad hoc an und in der Heatmap, die ich vorhin schon ein, zwei Mal ins Bild rückte, sind ja dann auch noch weitere Werte vorhanden, wie auch das Öl und Silber zum Beispiel wird auch gerne gehandelt oder Bitcoin und so weiter, wo man dann merkt, da ist richtig Bewegung drin und dann kann ich mir den Chart individuell nochmal aufzoomen. Aber zurück zum, damit ist das, hoffe ich, beantwortet, Christian. Er sagt ja. Im Hintergrund, deswegen gehe ich nochmal. Sehr gut. Deswegen gehe ich nochmal ganz kurz auf die Löwengeschichte ein. Kampf gegen den Markt streichen wir. Wir können nicht gegen den Markt kämpfen. Also wir können schon, aber wir werden verlieren. Das zweite ist Totstellen. Auch das kriege ich immer wieder mit. Ich bin als Coach durchaus auch im Face-to-Face
Coaching unterwegs. Das heißt, wenn jemand sich verbessern möchte, wenn er vielleicht an sich Schwächen feststellt, die er allein nicht beseitigen kann, dann kann man 5, 6 Bücher bei Amazon bestellen und versuchen, im Selbststudium das herauszufinden. Oder man profitiert von ein paar Kniffen und Tricks von erfahrenen Tradern im Face-to-Face-Coaching. Und da fällt mir oft auf, dass es gewisse Ladehemmungen gibt. Also, dass jemand, der über Jahre hinweg erfolgreich gehandelt hat, dann an einen Punkt kommt, wo er sich gar nicht mehr traut, eine Order in den Markt zu klicken. Also das Gegenteil von Aktionismus ist der Fall. Man sieht die Setups, die Märkte bewegen sich auch in die richtige Richtung. Es passt alles, aber man ist nicht dabei. Also es gibt ja dann, denke ich mal, oftmals nichts Schlimmeres, als wenn man eine Top-Prognose abgegeben hat und sie aber nicht handelt, weil man an sich selber zweifelt oder woran auch immer, weil man eben mit dem iPad auf der Couch sitzt und nicht professionell am Schreibtisch oder was auch immer. Das muss man individuell ergründen, woran es liegen könnte. Da gibt es ganz viele Faktoren und das ist dieses Vergleichbare mit dem Totstellen. Also der Markt macht, was er möchte, macht er sowieso, aber man selber hat nichts davon. Also man profitiert nicht davon und man hat natürlich auch keinen Schaden dadurch, aber letzten Endes kommt dann der Partner oder die Partnerin abends nach Hause oder man selber kommt aus dem Büro in die heimische Wohnung, erzählt sich, was tagsüber gelaufen ist und dann kommt man sich ja wirklich irgendwie dumm vor, wenn man sagt, ich habe den ganzen Tag den Markt beobachtet, aber nicht gehandelt. Ja, also ich habe mich totgestellt. Genauso kann es mit einer Position passieren, wenn man keinen Stopp hat. Das ist dasselbe wie mit Totstellen, beziehungsweise das ist der dritte Punkt dann bei der Löwenstory, dieses Wegrennen, dass man sagt, ich nehme den Stopp aus dem System heraus und stelle mich tot. Ja, also ich tue einfach so, als gäbe es diese Bewegung nicht. Ja, also wenn ich jetzt als End-of-Day-Trader hier long bin, hier freue ich mich noch, hole mir einen Kaffee, habe meinen Stopp vielleicht hier gehabt und sehe, wie die Kerze runterrauscht. Im Effekt des Runterrauschens lösche ich meine Order. Oh, ich bin long. Lösche ich meine Order und schaue einfach nur zu. Das ist dieser Effekt. Ja, einfach wegrennen. Und der Markt wird einen einholen. Der Markt holt einen irgendwann hier ein oder hier, wenn man immer noch long ist. Und der Markt wird dann sagen, tja, du hast nicht gehört, ich habe einen längeren Atem als du. Trends können ewig gehen. Ich hatte vorhin dieses Bild gezeigt mit dem Gap, dem Macron-Gap von 12.060 bis 12.400. Und wer da immer noch darauf spekuliert, ich öffne es nochmal, wer da immer noch darauf spekuliert, dass das Gap geschlossen wird, also hier vielleicht als Gap Trading angedacht, hier vielleicht nochmal nachgekauft, hätte Doppeltop werden können, wer hier immer noch drin ist, also der hat, aua, aua, da ist einiges schiefgelaufen, das macht man nicht, das ist falsch. So, das zu den drei Situationen, die passieren können, wenn man sich mit Löwen einlässt. Machen wir natürlich nicht. Wir lassen uns nicht mit Löwen ein, sondern wir haben zwar immer noch die Adrenalin-Bodenstoffe in uns, aber die Angst, die wir heute haben, die ist ein Witz. Also wir beten vor dem Rechner vielleicht oder wir schauen auf die Anzeigetafel, das Benzin wird 2 Cent billiger, wir müssen nochmal schnell tanken. Das sind unsere Ängste. Aber es sind dieselben Prozesse, die noch vor 10.000 Jahren in uns abgelaufen sind. Also im Grunde genommen, wenn man die Evolution sich so mal im Zeitraffer zusammenbaut, sieht es so aus. Und wir haben ganz ironisch in den letzten 10.000 Jahren unsere Genetik nur um 0,1% verändert. Also wir können zwar mit einem Smartphone alle Märkte der Welt handeln, wir können mit einer Plastikkarte überall einkaufen gehen, wir können der Armbanduhr sagen über Siri oder fragen, wo die nächste Pizzeria ist und bekommen sofort eine Antwort oder der nächste Döner für 1 Cent. Das alles ist möglich. Vor 50 Jahren war das noch Utopie, Fiktion. Und im Vergleich zu den letzten 10.000 Jahren hat sich kaum was geändert. Also wir haben wirklich noch die Sachen in uns. Manche tragen auch wieder diese Hipsterbärte. Also das ist dem geschuldet, dass unser Gehirn sehr, sehr schnell lernt und dass er die meisten Prozesse automatisiert ablaufen lässt. Und automatisiert ablaufen, da wollen wir hin. Wir wollen also quasi nicht am Desk sitzen und uns die Stimmen einflüstern lassen, Long und Short und so weiter, sondern wir wollen vorher Vorgänge automatisiert haben. Ja? Und da gibt es ja verschiedene Gewohnheiten, die man hat. Gewöhnung kommt von Gewohnheiten oder andersrum. Frühes Aufstehen ist so eine Gewohnheit. Ich stehe am Wochenende zur selben Zeit auf wie in der Woche. Nicht, weil es irgendwie zu langweilig ist im Bett oder weil ich schon meine 12 Stunden Schlaf voll habe, weil mein Leben zu langweilig ist. Nein, auch wenn ich am Vorabend noch ein Webinar hatte oder mich mit Trader-Freunden ausgetauscht habe zum Feierabendbier,
Trotzdem stehe ich morgens um dieselbe Zeit auf. Das ist für mich eine Gewohnheit. Und so muss es auch für Sie zur Gewohnheit gehören, früh morgens die Termine zu checken zum Beispiel. Was kann an dem Tag, am Handelstag passieren, damit eben nicht solche Kerzen Sie überraschen, wie Arbeitsmarktdaten ist der Klassiker. 14.30 Uhr, freitags einmal im Monat die US-Arbeitsmarktdaten, die großen, der Markt schwankt 50 Punkte. 14.31 Uhr ist so ein bisschen wie Lotto spielen, sagen manche. Und wenn ich dann in der Community querlese, in irgendeiner, also muss jetzt nicht Wall Street Online sein, kann auch Arriva sein, gibt ja ganz viele, PKTech und so weiter, Sharewise. Wenn ich dann in einer Community 14.31 Uhr mich einklinke, weil vielleicht mein Trade schon beendet ist, dann hört man ganz oft, oh, was passiert, warum so eine große Kerze? Ja, also das, da können Sie Gift drauf nehmen, dass diese Frage kommt. Und das, die kommt wirklich von Leuten, die eben sich das nicht zur Gewohnheit gemacht haben, dort ihre Handelsgrundlagen jeden Morgen zu arbeiten. Für mich gehört auch mal dazu, einen festen Webinartermin zu nehmen oder einen Trading Room anwesend zu sein, wo eine gewisse Konstanz an den Tag gelegt wird. Beim Treppensteigen überlegen Sie ja auch nicht, ziehe ich jetzt das rechte oder das linke Bein nach. Ja? Also beim Treppensteigen sind Sie ja genauso automatisiert, Zähneputzen. Da sagt auch niemand zu Ihnen, ich muss jetzt nach links, nach rechts und so weiter. Manche Zahnbürsten sagen das, ja, das stimmt. Aber ansonsten wird da nichts passieren in der Richtung. Das sind Automatismen. So, und zum Automatismus gehört dann, das sind gute und schlecht, je nachdem, auch Automatismen. Auch das kann man sich abgewöhnen, ja, liebe Leute. Also Treppensteigen mit oder ohne Rock Zähneputzen sollte man sich angewöhnen. Das kann man sich dann auch wieder abgewöhnen. Also das ist ein zweischneidiges Schwert letzten Endes. Gut, wir wollten ja uns auch noch über das Trading unterhalten. Da war vorhin die Frage, wann greift man denn ein? So, wann greift man denn den Markt ein? Hier hatte ich diese Linie, die habe ich jetzt nicht aus dem Nichts gezaubert, sondern die kam von dem 30-Minuten-Chart oder auch Stunden-Chart. Die Linie bleibt die gleiche. Andreas, guckst du da noch weiter zurück eigentlich? Oder ist das so, sag mal, du gehst dann so pauschal, in Anführungszeichen, so 10 Tage zurück oder auch mal 3 Monate zurück? Du sagtest ja Vorwochenhoch, Vorwochentief. Also viel weiter zurück, also ich sag mal, dass du jetzt ins Jahr 2016 zurückschaust, das ist für dich absolut irrelevant. Das kommt durchaus auf das Event an. Also nach der Trump-Wahl zum Beispiel habe ich, das kann man auch bei Facebook nachlesen, war ich frühest derjenige, der kurz nach 8 Uhr, als die DAX Futures eröffnet hatten, bei 10.018 den Long-Knopf gedrückt hat. Da gab es ein fettes Gap nach unten und ich habe den nicht gedrückt, weil ich einfach dachte, die Kerze ist so rot, jetzt ist zu Ende oder so, sondern weil um die 10.000 herum mehrere dicke Orders im Orderbuch beim Future lagen und b, dass eine Marke ist, die von den rein logisch, von den Handelsteilnehmern nicht überrannt wird. Also das sind oftmals so runde Marken, da bremst es zumindest mal oder es schwankt um diese Marke, formulieren wir es mal so, sodass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass man auch wenn ein Stopp dann vielleicht der Volatilität geschuldet, nicht 10, 15 Punkte, sondern dann 40 vielleicht beträgt, dass der Stopp hält und dass man aus der Position mit einem Gewinn herauskommt. Ja, also da habe ich frühest das Knöpfchen gedrückt. Also sowas habe ich schon im Auge, beziehungsweise in meinem Trading-Tagebuch. Ich scrolle aber in dem Markt hier jetzt nicht so weit zurück, sonst werden es auch zu viele Linien. Also wenn man sich das anschaut, der Chart ist noch relativ clear gehalten. Es sind 3 Linien vorhanden. Das reicht mir. Also mehr brauche ich nicht. Und ich wollte jetzt die Linie nochmal ergründen, wie ich zu der kam. Das war hier der Tiefpunkt. Das war hier der Tiefpunkt. Deswegen habe ich mir die hier eingemalt und habe mir den Chart ganz genau angeschaut. Wie reagiert er denn da an dieser Linie? Er ist durchgebrochen und dann hatte der Kollege, mir entfällt jetzt der Name, im Chat gesagt, kann man denn schon wieder einsteigen? So. Dann war das für mich ein Punkt, wo ich nach einem Einstieg gesucht habe. Also während wir uns hier so nett unterhalten, suche ich natürlich parallel auch immer auf dem anderen Monitor nach Einstiegen, nach potenziellen Einstiegen, die sich lohnen, wo es Sinn macht zu traden. Ja, es soll ja nicht sinnloses Geklicke sein, sondern es soll durchaus Sinn machen. Und da war das diese Linie, beziehungsweise kurz darüber, wo der Markt ein kleines Reversal bildet, wo er es wieder aufschlug und wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt wäre es möglich, in den Markt einzusteigen, jetzt macht es für mich Sinn. Und das ist dann der 1-Minuten-Chart, wo man es genauer sieht. Denn bei 5 Minuten hat man es nicht gesehen. Bin ich quasi eingestiegen bei 61 und wie man sieht, ist es jetzt bei 82
obwohl es nur zwei, nur in Anführungsstrichen. Ja, und man muss ja auch den Schulden, den Umstand schulden, dass man ja auch irgendwo seinen Stopp hat, hat man dann schon ein kleines Gewinn angehäuft, was ich jetzt rausgeklickt habe, denn diese Candles sehen für mich nicht so aus, als ob der Markt bis zu diesem Ausbruchsniveau vor Tagestiefs in einem durchrennt. Also ich gehe eher davon aus, dass wir uns nochmal diesem Bereich nähern, dass wir hier vielleicht seitwärts in einer Range zwischen 60 und 85 oder vielleicht 90 pendeln, als dass es jetzt den großen Spike nach oben oder unten gibt. Das ist gerade mein aktuelles Szenario und das ist der aktuelle Trade, der eben auch rausgegangen ist. Soweit dazu. Würdest du dich jetzt haben wir es ja kurz vor 11, würdest du dich jetzt eher zurückhalten, weil du siehst ja, der Markt hat jetzt so, ich will mal vorsichtig sagen, einen kleinen Pullback gemacht und jetzt pendelt er so ein bisschen, die Frage ist, ob er jetzt eben schon wieder ausgereizt ist im Sinne der Gegenbewegung oder würdest du jetzt gerade vor der Mittagszeit auch sagen, hey, jetzt mal ein bisschen entspannter, jetzt schauen wir mal, wie es jetzt in den nächsten Minuten kommt, aber aggressiv jetzt über die Mittagssession hier in Europa sozusagen willst du nicht unbedingt investiert sein. Die Mittagssession ist auch so ein Bereich, wo oftmals mit wenig Volumen nochmal eine starke Bewegung gezaubert werden kann. Ja, also es gibt natürlich Mittagsranges, da passiert gar nichts, aber wenn was passiert, dann geht es durchaus mal die eine oder andere Richtung 30 Punkte und die geht relativ volatilitätsarm vonstatten. Also da sind die einzelnen Candles nicht sehr groß, aber es geht in eine bestimmte Richtung. Und wenn sich so ein Signal ergeben würde, denn das wäre für mich dann, wenn der Bereich die 90 wieder zurückerobert werden würde, dann würde ich darauf spekulieren, dass nicht nur die 90 zurückerobert wird, sondern dass wir die runde Marke 12.600 erreichen und wenn die Dynamik anhält, auch bis hier hochlaufen zum Mittag. Also das wäre für mich durchaus ein Szenario, da man kann ja hier noch viel, viel mehr einzeichnen. Zum Beispiel Daumen hoch, Daumen runter. Also für mich wäre das hier ein Signal, mache ich mal so eine Linie. Man kann auch eine Freihandlinie übrigens einzeichnen. Ich muss sie nur finden, weil das mache ich meistens nicht im Chartprogramm selbst, sondern ich mache das im Programm, im Grafikprogramm, wo ich das nochmal beschrifte, auch mit einem Text. Also wenn wir hier über die 90 kommen, wäre für mich das Szenario gegeben, dass der Markt Potenzial hat, die runde Marke anzulaufen und von der runden bis zur horizontalen Linien 12.620 geht. Und auf der Unterseite habe ich nur die Tiefs jetzt, weil etwas anderes gibt es nicht als Orientierung der letzten ein, zwei Wochen. Da müsste man zu weit zurückscrollen. Das ist auch die Antwort auf deine Frage, denke ich. Ja, absolut. Ich hatte noch eine Zwischenfrage in Sachen Pivotpunkte. Achtest du da drauf beim DAX? Ja, Pivot ist, da gibt es verschiedene Berechnungen, wie man Pivot-Punkte berechnet. Es gibt natürlich die Standard-Pivot-Berechnung, logisch. Und dann ist die Gegenfrage, die ich demjenigen dann gerne stellen würde, die, welche Zeitframes legst du denn an das Pivot an? Mhm. Also nimmst du dann den Xetra-Chart, nimmst du dann den 24-Stunden-Chart. Das macht die Pivot-Sache ein bisschen schwierig. Wenn man jetzt sagt, man arbeitet auch noch mit Fibonacci und so weiter, dann hat man ja wieder horizontale Linien. Man hat die Pivot-Linien im Chart letzten Endes. Sagt Pivot ja nur aus, dass es, die werden ja berechnet aus Vortageshoch, Vortagestief, Opening und Closing-Kurs. Und dann ein Mischmasch daraus und geben quasi die Spanne des Vortages so ein bisschen ein Stück weit wieder. Das heißt, wenn wenig Volatilität herrschte, sind die Pivot-Linien R3 bis S3 sehr eng beieinander und bei hoher Volatilität sind sie etwas weiter auseinandergezogen. So die Pivots, wenn ich die bis 22 Uhr heute mal anlegen würde, dann wäre der S3 bei 12.564. nach meinen Berechnungen und der S3 war dann 12.564. Wir erinnern uns, wo ich eingestiegen bin in den Long Trade, das war 62, glaube ich, oder 61, also relativ nah beim Pivot. Ich habe jetzt die Pivots nicht angelegt, habe sie also sozusagen nicht als Handelsgrundlage genutzt, aber der Chart ist, wie man sieht, durch das Pivot
S3 durchgerauscht, hat sich dann dort wieder gefangen und stabilisiert. Also insofern wäre es auch eine gute Basis gewesen. Ich habe die Entscheidung aber aufgrund dieser kleinen Seitwärtskonsolidierung gefällt und selbsterfüllende Prophezeiung. Auch hier gibt es mehrere Analysemethoden, die zum selben Ziel führen. Ja, also dieser S3-Pivot, wenn man die Berechnung bis 22 Uhr sich anschaut, hätte denselben Einstieg verursacht wie den ich manuell durch diese zwei Linien aus der Charttechnik abgeleitet habe. Und wenn man sich jetzt mal aktuell den Chart anschaut, ist es ja dann so gekommen, dass wir über die runde Marke drüber, jetzt habe ich mich verquatscht und habe auf die Pivots geguckt, sonst hätte ich den Trade mitgemacht. Oh, aber ich habe eine Das ist schade ja, fürs Konto, aber es war ja jetzt nicht aus der Luft gegriffen. Ich hatte das ja in Vorbereitung gesagt. Also der oder diejenige, die hier vielleicht auch nicht nur sich berieseln lassen von unseren Wissensbausteinen, sondern die auch am Desk sitzen, vielleicht hat der ein oder andere hier geklickt, würde mich für denjenigen freuen und fair wäre es, wenn er am Ende dann das natürlich auch nochmal aufteilt auf uns. Nein, das war jetzt ein Scherz. Jeder tradet sein eigenes Konto und hier vielleicht auch noch von der Seite ein altes Sprichwort, was im normalen Leben vielleicht gilt, aber nicht an der Börse. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja, also geteiltes Leid bei einer Beerdigung, wenn man sich umarmt, weil ein liebes Familienmitglied, ein Freund verstorben ist, das lindert das Leid auf alle Fälle, aber das gilt nicht im Trading, denn wenn mein Kollege 5.000 verloren hat und ich sage, das tut mir aber leid für dich, das bringt ihm das Geld auch nicht wieder. Jeder tradet sein eigenes Konto und man sollte auch deswegen die Verantwortung für seine Trades übernehmen, weil jeder eben sein eigenes Konto traded. Ja, das wollte ich nochmal hinten anstellen. So, das heißt, es sind quasi drei Trades gelaufen gewesen, wo ich reinklicken konnte. Die habe ich auch hier mal aufgescreent. Immer mit zwei Kontrakten, das hatte ich ja vorhin gesagt, oder zwei CFDs. Durch die Zeitumstellung einfach eine Stunde, zwei Stunden drauf, eine Stunde drauf rechnen. Also ungefähr. Also der erste war am Morgen, dass wir nochmal Richtung über die Vortageshoch hinaus ausbrechen, Take Profit. Der zweite war dann Close, Gap Close auf 22 Uhr bezogen, auch mit Take Profit 20 Punkte. Und der dritte war manuell, da habe ich auch Stopp hätte ich nur aktivieren müssen. Stimmt, habe ich nicht mit einem Klick mit einbezogen, da ich in einer sehr, sehr einfachen Version unterwegs bin, und zwar den MetaTrader für den Browser. Den zeige ich Ihnen auch gleich. Auch das gibt's. Zeig uns und das bitte. War nämlich, das zeige ich gleich. Und das war nämlich der Punkt, wo ich früher immer ein wenig selber gehadert habe. Handle ich mit dem MetaTrader, handle ich nicht mit dem MetaTrader, denn ich bin ein Mac-basierter Nutzer, der quasi die ganzen Geräte vernetzt hat. Und es gibt für den MetaTrader, soweit mir bekannt, keine gut laufende Mac-Version. Und bin ich sehr, sehr glücklich, dass JFD eine Web-Version anbietet, sodass ich mich von jedem Rechner aus, also Betriebssystem unabhängig, in mein Konto einloggen kann und kann dort traden. Natürlich ist es nicht möglich, dann alle Funktionalitäten zu bieten im Netz. Das ist klar. Also bei so einem Webtrader ist extrem abgespeckt und reicht für Stopp einklickern und mal Position überwachen und vielleicht auch bei einem Event zu reagieren. Aber es reicht eben nicht, um große Auswertungen zu vollziehen und vielleicht auch die Candles bunt anzumalen. Muss es aber auch nicht, denn man hat ja sein Trading Desk dann auch im Büro. So sollte es zumindest sein. Wo sind wir im Markt? Ich will jetzt hier nicht alles kaputt quatschen. Ja, was sagte ich vorhin? Wenn wir über diese Linie drüber gehen, ist die Chance sehr, sehr hoch, dass wir auch nochmal hier ranlaufen. Es tut mir so leid für dein Konto, dass du jetzt nicht dabei sein konntest, aber du hast es exakt angesagt und exakt erwartet. Darum geht es ja im Prinzip. Ja, ich meine, ob das... Darum geht es, genau. Ja. Ich hätte den Trade auch noch ein Stück ziehen können, aber ich sage mir dann, ich nehme lieber, wenn der Gewinn ein bestimmtes Niveau erreicht hat, also wenn ich beispielsweise, ich gehe dann prozentual vor, wenn ich beispielsweise 30 Punkte Gewinn habe, gebe ich Buchgewinn, muss man ja sagen, denn Gewinn ist es erst, wenn man realisiert hat und der Trade läuft wieder 10 Punkte zurück, dann gehe ich aus dem Trade raus, weil ich sage, okay, das ist der Teil des Gewinnes, um den ich pokern möchte. Also man sollte ja nur um die Gewinne pokern, nicht um die Verluste. Mhm. Die Verluste sollten einen festen Stop haben. Auch das ist wichtig. Und hier war es der Fall. Im Hoch war die Candle, glaube ich, bei 86, 85, irgend sowas. Und es ging dann wieder ein Stück zurück, sodass ich ihn manuell beendet habe.
den Trade. Aber nichtsdestotrotz für eine Feiertagsplauderei und vor allem für den Einsatz an Margin, den man auf dem Konto haben musste für zwei CFDs. Wie viel sind das, Christian? 200 Euro, 300 Euro Margin, die man benötigt? Ja, richtig. Die Frage ist kurz, was hast du, ein 1 zu 50er Hebel oder dann das den weiß 1 ich zu noch 100 nicht. Hebel? Das weißt du doch Keine nicht. Ahnung, aber ungefähr, sagen wir mal, man geht von einem teuren Steakessen mit vier Freunden aus. Ja, Also das so in ungefähr dem Fall. Auf dem Konto und dann ist auf alle Fälle schon mal das Burger King-Menü rausgesprungen, trotz Feiertag. Ja, zurück zum Markt. Jetzt ist das Gap, auch deswegen habe ich die Linie hier noch drinnen. Also einmal die Tiefs vom letzten Tag als Ziel für den Trade, den ich leider nicht umgesetzt, aber besprochen hatte. Dann ist das der nächste Punkt. Und jetzt sind wir wieder in dem alten Gap drin. All diejenigen, die jetzt hier ausgesessen haben, die sagen jetzt Wobob, Luba, Wobob, Bob oder so ähnlich, hatte Elvis Presley das formuliert. Und die würden jetzt in dem Bereich sagen, das ist richtig cool. Ich bin nochmal davon gekommen, aber es ist langfristig natürlich keine Strategie zu sagen, das ist richtig cool, ich bin davon gekommen, sondern es funktioniert 9-mal, es funktioniert vielleicht 10-mal, es funktioniert aber nicht auf Dauer. Und deswegen gewöhnen Sie sich bitte sowas, Gewöhnung hatten wir besprochen, nicht an, dass Sie in einem Trade drinnen bleiben und hoffen, sondern haben Sie immer Ihren Stopp vor Augen. Ihr Stopp im System ist noch besser als vor Augen, denn auch die Technik kann einmal versagen. Es kann zu einem Stromausfall kommen und so weiter. Und dann wäre es sehr, sehr ärgerlich, wenn man nicht rauskommt aus der Position. Das zu dieser dicken Kerze. Vielleicht die Frage in die Runde. Ich kann leider die Antwort nicht sehen, aber der Christian ist sehr, sehr aufmerksam im Webinar-Channel. Derjenige Zuhörer, der gesagt hatte, man könnte doch unten einsteigen oder man könnte nach einem Einstieg suchen, viel mehr. Hat das denn jemand getan? Mal abwarten, was da kommt. Also zum einen sind auch noch Fragen. Hätte den Trade gern gesehen, sagt der Thorsten. Dann benutzen Sie auch Bollinger. Ich stehe schon ein bisschen drauf, sagt er. Der Hans-Joachim. Wie heißt er denn? Der John Bollinger, oder? Ja. Ja, gut, nein, kurze Antwort, nein. Ausführliche Antwort, ich habe mir im Laufe der Zeit, wo es immer mehr Börsenbücher gab, denn zu der Zeit, wo ich mir das Trading quasi im Selbstversuch beibringen musste, da es keine Bücher gab, vor dem Jahr 2000 gab es keine wirklich Börsenbücher, habe ich einige amerikanische Autoren mehr schlecht als recht gelesen. Die waren sehr textlastig, wenig Bilder, also so wie Michael Vogt darf man sich das nicht vorstellen, dass man da an die Hand genommen wird. Und auch Michael Vogt und die anderen Klassiker, die kamen ja erst später. Also man hatte dann noch so Staunebücher, nenne ich sie immer, wie Magier der Märkte. Aber auch das bringt einen nicht unbedingt voran. Man lässt einen staunen, ja, aber für das vor allem Daytrading bringt es mir nichts, wenn der Weizenguru-Trader dann im Future auf eine super Ernte spekuliert hat und das Ding dann durchgezogen hat, 8 Monate. Das ist ja kein Daytrading, das ist Optionen. Auch das waren Optionen, ja. Optionsscheine gibt es in den USA, meines Wissens nicht, sind verboten. Wird Gründe haben. Jedenfalls habe ich mir dann das eines der ersten deutschsprachigen Bücher bestellt, Neue Trading Dimension von dem Herrn Florek. Ich glaube, Erich Florek, korrigiert mich, wenn es nicht so, in meiner Erinnerung heißt er Erich Florek. Neue Trading Dimension, da wurden alle Indikatoren beschrieben mit Vor- und Nachteilen, richtig dicker Wälzer. Also wenn ihr irgendwie vierblättrige Kleeblätter sammelt und die pressen wollt, das ist das Top-Buch dafür, reinlegen zu, geht sehr schnell, sehr dick, aber auch mit bunten Bildern. Und danach wusste ich, ich weiß nichts, denn zu jedem Indikator gab es genauso viele Vorteile wie Nachteile. Und wenn ich manche Chartbilder im Coaching sehe, dass es eine geradlinige Anzahl von Indikatoren im Chart noch gibt, also zwei Trendindikatoren, zwei Oszillatoren beispielsweise, dann finde ich immer eine Chartsituation, eine Zeiteinheit, wo von den vier Indikatoren zwei ein Long-Signal signalisieren und zwei ein Short-Signal. Und was sagt einem das dann dem Trader? Also dann ist man genauso schlau wie vorher. Und das Bollinger-Band sagt ja letzten Endes nur, es zeigt ja nur an, oh, die Volatilität nimmt zu. Aber die sehe ich ja auch beim Blick auf den Chart an den Kerzen. Also ich muss mir den Chart nicht näher einengen. Und da halte ich es mit dem guten alten Joe Ross, der gesagt hat, im Chart liegt halt die Wahrheit. Alle Informationen, die man zum Traden braucht, sind im Chart verankert. Ja, die liegen im Chart drinne.
Und so halte ich es. Also den nackten Chart, eine Kerze, die nach unten geht, ob man die jetzt rot oder blau oder grün oder schwarz macht, das ist auch Geschmackssache, genauso wie die Hintergrundfarbe. Aber letzten Endes sieht man ja die Vortagestiefs und Hoch. Da brauche ich keinen Bollinger, da brauche ich auch keinen Trendindikator. Da kann ich mir eine Trendlinie anmalen. Und wer Kinder hat, der kann das bestätigen. Drucken Sie doch mal ein, zwei Charts aus und halten Sie das dem Kind hin. Das Kind wird sehr, sehr schnell merken, oder sagen, oh, Papa oder Mama, das ist doch ein Auf, das geht doch nach oben, das ist doch eine Treppe. Also sie sagen natürlich nicht Aufwärtstrend oder Abwärtstrend oder Dreieck. Ja, doch, das kannst du schon konditionieren, ja? Okay, naja, aber wenn die ersten Worte, also sagen wir mal mit dem Alter von 3 oder 4, noch nie in Berührung gekommen mit dem Thema Börse, kann man dem Kind das Ding hinzeigen und das Kind wird sagen, das geht nach oben. Ja, oder das ist eine Treppe oder ja, genau. Und wenn das ein Kind sieht, wenn es so kinderleicht ist, dann brauche ich ja keinen Herrn Bollinger oder wie alle heißen, Indikator, um das herauszuarbeiten. Natürlich sieht es, wenn man einen Schritt zurücktritt, ganz schick aus, sowas. Also bestreite ich nicht. Es gibt richtig coole Chartbilder. Auch deine Charts sind toll, auch mit dem Fächer. Also ich bewundere das, wenn ich das sehe im Webinar oder in Chartanalysen, wie das mit dem Fächer funktioniert. Das sieht wunderschön aus. Aber ich selbst möchte damit nicht arbeiten. Mir ist es zu komplex im Chartbild. Ich mag die einfachen Chartbilder und ja, das ist die Antwort auf die Frage. Ich möchte das andere, wie gesagt, nicht aburteilen oder als geringwertig darstellen oder irgendwas, überhaupt nicht. Jeder muss traden mit dem er klarkommt. Und alleine diese kleinen Durchschnitte, da gibt es ja eine freie, wählbare Einstellung. Also wer sagt denn, dass es der 200-Tage-Durchschnitt sein muss? Wer sagt denn, dass es der 20-Tage-Durchschnitt sein muss oder irgend sowas? Das bestimmt man ja alles selber. Das ist ja im Auge des Betrachters. Es ist wie die Kunst oder die Schönheit einer Frau oder eines Mannes. Wenn eine Frau schaut, das ist genau richtig, es liegt immer im Auge des Betrachters. Ja. Gebe ich dir vollkommen recht. Genau. Der Herr Bode fragt nochmal, wie hieß das Buch? Kannst du vielleicht mal kurz im Web suchen und zeigen vielleicht, dass wir es kurz mal sehen, nochmal gleiches Buch, gleiches Erlebnis, schreibt der Gregor. Georg, nicht Gregor. Wie gesagt, das Buch, wie das nochmal heißt, vielleicht nochmal darstellen. Der ein oder andere ärgert sich, dass er den WTI nicht getradet hat und auch den DAX-Trade nicht. Aber liebe Leute, denkt daran, ihr müsst euch da nicht ärgern. Ja? Also traden ist eine Geschichte, es kommt immer wieder. Ja? Die Chancen kommen immer wieder. Und wichtig ist da eben, dass man einfach sagt, hey, Chance vertan, schlecht, wenn es gerade eine gute gewesen wäre, aber es kommen auch noch viele hundertere weitere und man darf sich da natürlich nicht in einem einzelnen Trade verlieren. Ja? Also ein Trade darf nicht die Abhängigkeit des Accounts sein. Dein Wort gehört wieder dir, aber noch eine andere Frage, was würde denn jetzt am wahrscheinlichsten am Gap passieren? Ist die Chance da, dass wir darüber gehen oder war es eher nur ein Pullback mit weiterer Abwärtstendenz? Fragt der Rigo. Erstmal zu dem Buch. Also man sieht aus dem Jahr 2000 und da hat sich meine Erinnerung gar nicht so falsch. Also bis 2000, das ist so für mich die Kante, weil da wurde ja auch der neue Markt ins Leben gerufen, oder nicht ins Leben gerufen, sondern da war ja die Blütezeit, die US-Technologieunternehmen waren in aller Munde und. Das war alles super, deswegen gab es das Thema Trading in unserem Fokus erst danach in Europa, in Deutschland. Und das ist wohl eines der ersten guten Bücher. Also ich finde es immer noch ein gutes Kompendium, aber es hat mich halt in der charttechnischen Analyse bereinigt, wie man so sagt. Da hat mein Kopf so ein bisschen gefiltert und gebraucht. Also wer halt solche Dinge hat bei eBay, die gehen gut weg. Also hier Sammlerstücke bis 50 Euro. Wer mal Choros gesucht hat, kleine Abstecher. Ich habe das Buch übrigens auch, ne? Witzigerweise. Ja, also hier Choros, also das, da ist man, das ist nicht schlecht. Ist man gebraucht schon mit 350 dabei? Ja, das ist schon ordentlich. Choros vielleicht als kleinen Einwurf, so viel Zeit muss noch sein. Choros hat selber immer getradet und wurde schwer krank. Ich will mich nicht aus dem Fenster beugen, ob es Krebs war, aber er war sehr, sehr schwer krank und dann, da die Familie vom Trading ernährt hat, hat dann die Familie gesagt, ja, schreib doch mal alles auf, ganz einfach, so wie du es machst, damit du deinen Kindern das geben kannst, damit die später auch aussorgen können oder ihre Familie unterhalten können, wenn du mal nicht mehr bist. Dann hat er wirklich auf dem Krankenbett das alles
aufgeschrieben, hat es einem Freund gegeben, der war Verleger und der hat gesagt, ey, das ist so cool, das geht man nicht nur den Kindern, das machen wir mal in einer geringen Auflage, deswegen sind die auch so teuer. Es gibt mehrere von ihm, aber so diese ursprünglichen, wenn man die im Original und so haben möchte, da legt man einen vierstelligen Betrag auf den Tisch. Gibt es auch ganz selten mal eine Auktion bei eBay. Und ja, ich habe Kopien davon, ich habe die auch nicht selbst, muss ich auch nicht, ich schmöker darin nicht, ich wollte sie einfach nur 3, 2, 1, meins besitzen. Also ich habe Kopien davon, ist aber sehr interessant gehalten, sehr einfach gehalten und er sagt eben, dass die Informationen im Chart liegen. Wer jetzt schnell gegoogelt hat und gesagt, was erzählt denn der Andreas Müller, schwere Krankheit? Nee, er ist ja wieder gesund, also er wurde... war keine Wunderheilung, er ist gesundet, tradet wieder, geht auch auf Tournee, so ähnlich wie derjenige, der in Singapur damals die altehrwürdige Barings Bank pleite gezockt hat, der Nick Leeson, der war ja dann auch im Knast für seine Taten, da ging es auch um mehrere Milliarden, glaube ich, oder eine Milliarde. Ja, war ordentlich, der Rook-Trader. Und am Ende musste er nicht so lange im Knast verbringen, weil er schwer krank war nach der Entlassung. Dann auch, ich weiß nicht, ich kenne mich mit Krankheiten, wie gesagt, nicht aus. Ich weiß nicht, ob es Krebs war, egal. Therapiert, alles gut, ist wieder auf Tournee. Gibt Autogrammstunden manchmal mit ihm. Ist auf alle Fälle, ja, auch sehenswert. Aber wir wollen nicht abschweifen, sondern ich wollte noch was zur 200-Tage-Linie erzählen. Und da gibt es auch eine sehr, sehr coole Seite von Tradern. Für Trader, nicht nur für Trader, sondern auch für Anleger. Und zwar ist das tradingtreff.de mit Minus dazwischen. Und auf der Seite werden kostenfrei komplett, auch JFD sehe ich hier gerade, ja, also richtige Trader handeln eben mit JFD, kann man hier ableiten. Und da gibt es einen sehr, sehr coolen Artikel über die 200-Tage-Linie, die zwar sehr, sehr berühmt ist, die immer wieder genutzt wird, um in den Medien zu sagen, wow, die 200-Tage-Linie, da geht man long, wenn sie von unten durchbrochen wird, da geht man short, wenn sie von oben nach unten durchbrochen wird und so weiter. Es gibt Backtests für den DAX von den letzten 20 Jahren, wo der DAX dann eben eine Performance von 9000 Punkten gezaubert hat und wenn man immer nach den 200-Tage-Linie gehandelt hätte, hätte man eine Performance von minus 15.000 Punkten. Das sagt schon alles. Es wird drauf geschaut, ja, aber handeln Sie das nicht stur nach. Das liegt einfach daran, dass der Kurs öfters wie bei runden Marken wie der 10.000 oder 12.000 oder 11.000 oder beim Dow 21.000 nicht durchgeht wie Butter, wie man so schön sagt, sondern mit dieser Marke spielt. Und wenn es dann immer ein Handelssignal gibt, dann wird man öfters auch mal am Folgetag schon wieder ausgestoppt, muss die Position drehen und. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum das nicht funktioniert. Und hier hat sich der eine Autor, Deep Insight HPS, der ist im Investmentbanking und so weiter tätig, möchte aber nicht erkannt werden, deswegen der Name. Er hat sich dann quasi den kleinen Durchschnitt mal vorgenommen, hat die Signale ausgewertet, eben DAX, und hat das Ganze zusammengefasst mit Nettogewinn und so weiter bereinigt, mit einer wirklichen Idee dahinter und hat diese Linie nochmal optimiert. Und das fand ich halt das Spannende, dass er nicht einfach sagt, okay, die Linie ist scheiße, entschuldigen Sie bitte das Wort, die Linie ist nicht optimal, ich suche mir was anderes für meinen Chart, sondern er sagt, nein, ich gehe einen Schritt weiter, ich optimiere das Ding. Und wenn er das Ding optimiert hat, da kommen interessante Sachen raus. Die möchte ich Ihnen aber nicht verraten, lesen Sie selber einfach mal auf tradingtreff.de. So viel dazu. Ja, es gab noch zwei Fragen. Die eine war, wie weit es nach oben gehen kann oder ob es ein Pullback wird. Auch hier bediene ich mich wieder dem Blick auf die anderen Märkte. Und da ist der Euro in derselben Zeit, wo wir hier den DAX besprochen haben, von 1,12,5 im Hoch, jetzt wieder auf das zum Tagestief gekommen bei 1,12,25. Also von 1,12,50 bis 1,12,25. Das macht quasi eine Schwankungsbreite von 25 Pips. Bisher heute einmal hoch, jetzt wieder innerhalb von 5 Minuten Kerzen, also in der letzten halben Stunde wieder zurück, ist am Tagestief. Und da kann man sich die Korrelation natürlich anschauen. Also die Korrelation Euro und DAX ist nicht auf lange Sicht gegeben, aber intraday sehr markant. Das heißt, wenn der Euro neue Verlaufshoch macht, neue Wochenhochs, dann ist es oft so, dass der DAX unter Druck kommt und andersherum. Und jetzt ist es natürlich spannend, ob der Euro hier nach unten wegbricht, dann würde ich dem DAX ein Potenzial bis in den 60er Bereich attestieren. Und ich schaue gleichzeitig auch noch auf die anderen Märkte, die da wären, den Eurostox, den hatte ich ja vorhin erwähnt, der Eurostox ist mittlerweile im Plus, der hatte ja vorhin nicht so stark abgenommen.
Ich hole mal diese schöne, wunderschöne Heatmap. Also die wollte ich nicht nur erwähnen, weil die von JFD, sondern weil die wirklich wunderschön ist. So, hier ist sie. Der Eurostoxx ist schon wieder ein Plus, der DAX plus minus 0. Und das ist genau das Level, wo ich in meinem zweiten Trade hier eingestiegen bin, als das Gap zu 22 Uhr geschlossen war. Also genau an dieser Region sind wir jetzt. Und da entscheidet sich es auch. Da entscheidet sich, zieht der DAX, hechelt er Europa hinterher. Dow Jones hat sich so gut wie gar nicht bewegt in der Indikation, schwankt 20 Punkte. Also wirklich, die haben gar nichts von Europa mitbekommen. Es war wirklich dem Feiertag geschuldet, denke ich, dass einfach ein hohes Volumen dazu führte, dass es eine starke Kerze oder zwei starke Kerzen nach unten kamen. Und auch das hatte ich vorhin bemerkt, dass solche starken Bewegungen oftmals wieder bereinigt werden. Ich habe gesagt, am Folgetag, wenn der Tag mehr als 1% Abweichung schließt, wird das am Folgetag bereinigt in der Regel. Nun haben wir das Intraday ja schon wieder fast bereinigt und stehen da, wo wir gestern 22 Uhr standen. Insofern die Regel gilt. Sie ist halt dann logischerweise ein bisschen ausdehnbar. Hier ist auch ein schönes Video direkt von der Börse Frankfurt. Flauer Feiertagshandel an Christi Himmelfahrt, also flau im Sinne von Da war noch nicht die Action. Da war, glaube ich, noch nicht die Action. Aber eigentlich ganz witzig, mein Guter, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir im Prinzip gestartet sind. Also ich sag mal, dass wir an dem, sag ich mal, wieder back to the beginning sozusagen. Und das ist dann auch langsam der Punkt, wo wir einfach sagen, jetzt ist die Frage, was passiert nach diesem wieder ersichtlichen V-Reversal. Ja, das ist ja im Chart sehr schön zu sehen. Der knallt runter und knallt jetzt genauso schnell wieder hoch. Und jetzt sind wir wieder da, wo wir am Anfang waren. Die Frage wird natürlich sein, wie es jetzt weitergeht über die Mittagssession. Du sagst ja, hier werden dann durchaus auch noch einige Orders geschoben. Ich kann euch jetzt hier aber an dieser Stelle schon mal die Info geben, liebe Zuschauer. 14:15 Uhr geht es weiter. Da werden wir dann, wie gesagt, den US-Markt im vorbörslichen Handel betrachten. 14:30 Uhr kommen wieder die ersten Anträge auf Arbeitslosenhilfe. Die waren früher mal wesentlich spektakulärer. Heute, ja, mal sehen, ob was passiert. Ansonsten haben wir dann natürlich auch die Nachmittagssession vor uns. Und interessant ist natürlich, dass hier der Markt heute entgegen der möglichen Annahme, dass es hier ein oder ein lauer Feiertagshandel ist, hier richtig Action gemacht, also wirklich seine Range gut ausgebeutet. Thorsten, die Frage, warum passiert sowas im DAX nun? Weil verschiedene Marktteilnehmer ihre Richtung gewechselt haben, Schrägstrich vom Xetra ausgehend, einige Marktteilnehmer Aktien verkauft haben, entsprechend der Xetra nach unten notiert oder sage ich mal datiert wurde vielmehr, und der DAX Future hat dem Ganzen einen gleichen Sprung gemacht, und das wiederum hat das CFD abgebildet, welcher hier nicht weniger nach unten gekippt ist. Und ob das jetzt mit der ÖPEC zusammenhängt, ob das eben Aktienverkäufe sind, Gewinnmitnahmen. Letztlich interessantes Level vom Andreas hier skizziert, welches durchbrochen wurde. Südseite hättest du, also ich muss sagen, heute hättest du, wenn wir, sage ich mal, an unserem, oder Fat Finger, Wolfgang ist auch gut, Fat Finger Button, aber wenn wir heute in einem Live-Trading-Event gewesen wären, wie zuletzt hier in Frankfurt, und du hättest dich da fokussieren können auf die zwei Setups, glaube ich, hättest du hier sowohl nach unten als auch nach oben schön was mitgenommen. In dem Fall hast du ja vorhin aber auch trotzdem wieder was schneiden können, im Sinne deiner Web-Applikation. Magst du uns die vielleicht noch kurz zeigen, bevor wir dann nochmal in die Mittagspause gehen? Oder Nachmittag? Die würde ich am Nachmittag, aber vielleicht noch zwei Worte an dich anfügend. Bitte. Also Heiko sagt immer, hätte Fahrradkette. Ja. Man weiß natürlich vorher nicht, was passiert. Und ein Fettfinger heißt ja es war eine große Order. Also ich denke nicht, dass es ein Fettfinger im eigentlichen Sinne war, sondern es war eine normale Verkaufsorder, denke ich, die aber aufgrund des geringen Volumens auf wenig Gegenvolumen gestoßen ist. Also das heißt, wenn hier an dem Punkt, also einmal Gap Close, ja, dann bis hier ein paar Orders abgehandelt, aber hier lagen ja am Vortagestief eine Menge Orders und hier liegen gleichzeitig nicht so viele Orders zum Kauf. Und deswegen denke ich, dass es einfach nur Stoppauslösungen waren, und weil heute Feiertag war, hat es die so durchgehauen. Wenn kein Feiertag gewesen wäre der Markt entweder gar nicht erst hier durchgedrungen oder hätte vielleicht dann schon nach 20 Punkten einen Halt gefunden. Aber eine große Order, denke ich, war es nicht. Also nicht eine größere als an normalen Handelstagen. Bloß durch das kleinere Volumen wurde sie eben nicht so schnell aufgesaugt. Ja, gut gesagt. Das ist schon richtig. Also wie gesagt, da stellt sich die Frage, wie und was, aber nach der Gründe für Kursbewegung oder Gründe zu finden im Nachhinein, das lässt sich immer finden. Ist ja auch letzten Endes egal, wenn genau. man
Das klassisch sieht, man hat seinen Kontoauszug, So ist es. ob da jetzt letzten Endes draufsteht, hier Gehalt, Tantiem, Alimente oder, ach nee, das geht glaube ich runter. Nee, Ja. aber ihr wisst schon, wie es gemeint ist. Auch ein Kontoauszug zählt ja dann die Zahl am Ende und es macht den, wenn es ein Verlust war, man hat den Verlust einstecken müssen durch diese Stopp-Order, macht es den Verlust ja auch nicht wett, wenn draufsteht, dies passierte durch eine OPEC-News oder dies passierte durch einen Fettfinger. Das ändert nichts daran. Also letzten Endes liegt die Wahrheit ja im Chart und der Chart interpretiert die Nachrichten, ob sie eine Wertigkeit haben. Wenn die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe heute Nachmittag, wenn da nichts passiert am Markt, dann werden die vielleicht in der Telebörse abends auch nicht erwähnt. Wenn aber der Markt Kapriolen schlägt, dann wird im Nachgang gesagt, das lag daran, weil die Menschen dazu neigen, und das ist auch wieder Psychologie, Menschen möchten etwas erklärt bekommen, Menschen möchten auch an etwas glauben, also Stichwort Weltkirchentag oder so. Menschen brauchen halt irgendwas, wo sie sich festhalten können. Und da sind News natürlich immer gern gesehen, deswegen laufen Nachrichten oder Finanzportale allgemein sehr, sehr gut, weil man da natürlich auch schnell die News findet. Aber für das eigentliche Trading ist es gar nicht so wichtig, die News immer sofort zu haben. Ein kleines Beispiel, was ich auch in Seminaren gerne anbringe, ist, wenn ein Unternehmen wie Volkswagen jetzt 10.000 Mitarbeiter entlassen würde, das kommt als Pressemitteilung raus. Was passiert denn mit dem Kurs? Geht der nach oben in der ersten Reaktion oder nach unten? Auch das kann niemand mit Gewissheit sagen, weil A, es könnte nach unten gehen, weil Marktteilnehmer es so beurteilen, dem Unternehmen geht es nicht gut, es müssen Arbeitskräfte entlassen werden, es geht in eine Konsolidierungsphase über und so weiter, da hängen Dividenden dran und, und. Deswegen könnte der Preis nach unten gehen, der Aktie. Er könnte aber auch in einer ersten Reaktion steigen, weil man sagt, die haben verstanden, sich anzupassen, die sparen Personalkosten ein und dadurch wird letzten Endes der Return of Investment höher und die Dividenden können steigen pro Anteilsschein. Genauso mit Aktienrückkaufprogramm. Auch das kann man positiv interpretieren, indem man sagt, das Unternehmen glaubt an sich, es gibt weniger Aktien am Markt, man muss die Aktie jetzt unbedingt haben, oder man kann es negativ interpretieren, indem man sagt, die haben wahrscheinlich in der Geschäftsführung keine Ideen für neue Produkte, dann kaufen sie einfach ihre eigenen Aktien zurück, um die Cashquote zu senken. Also es gibt immer zwei Seiten und der Markt interpretiert am Ende für uns alle, für Sie, für mich, für den Christian, auch für den George Soros und so weiter. Und da können wir unsere Interpretation durchaus mal ein Stück weit nach hinten stellen und wie sagt man so schön, Demut dem Markt zollen. Das wollte ich noch sagen. Das ist ein sehr schöner, ich will fast sagen, Schlusssatz gewesen für die Morning Session, weil ich dir tatsächlich recht geben muss. Die Demut vor dem Markt, das ist schon richtig, weil die Schuldzuweisung ist immer schnell gefunden. Am Ende ist es der, der seinen Trade plant. Und das heißt immer so schön, plane deinen Trade, ja, und trade deinen Plan. Das sind immer schöne Floskeln, genauso wie nach dem Motto, Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen, das hört sich als Floskeln an, aber da steckt mehr Wahrheit drin, als man meint. Und man muss sich natürlich im Vorfeld auch Gedanken zu seinen Trade-Ideen machen und nicht blindlings wie im Dschungel hier rumfeuern und den Kick suchen. Das kann man immer nur wieder unterstreichen. Dennoch ist es natürlich eine Königsdisziplin. Und ganz sicher ist es auch, dass die Masse der Marktteilnehmer, das muss man sagen, auch kopfbedingt, früher oder später eben das, wo du hier eben auch genau vorhin Trading im Nebenberuf, an den psychologischen Hürden letztlich scheitern wird. Das muss man ganz klar sagen, weil die Masse entsteht im Kopf, in Sachen dessen, wie man erfolgreich wird im allgemeinen Leben oder aber auch im Trading. Und da ist es gerade beim Trading so, dass man häufig Ohrfeigen kriegt und dazu ist der Mensch nicht gebaut, mit den Stops eben, ne? Das ist aber ein Teil des Marktes, dass man Ohrfeigen kriegt, dass man auch mal schief liegt und dass man damit leben lernen muss. Aber das ist eben die große Herausforderung und da sehen eben viele dauerhaft langfristig auch ein Problem drin, weil sie eben Recht haben wollen. Und am Markt Recht haben zu wollen, ist ja schlussendlich der Tod des Kontos, weil nicht der Markt oder nicht man selbst den Markt bestimmt, sondern eher man dem Markt hier mehr oder weniger folgen muss, wie so ein Fähnchen im Wind. Wenn der Markt die Meinung ändert, dann muss man das auch tun. Oder eben man erleidet hier heftigen Schiffbruch. Ja, ganz klar. Insofern, meine lieben Leute, ich habe jetzt hier noch eine Frage vom Kalle. Also gestern beim Webinar vom Stefan, richtig, von unserem Doktore, war die Aussage, dass eine große Impulskerze meistens die Richtung zeigt. Das heißt Erholung und dann die Richtung der Impulskerze. Wie ist da die Meinung? Kalle, wie gesagt, Stefan hat mit seinen Impulskerzen tatsächlich einen statistischen Ansatz gefunden in Sachen von solchen Big Move Candles. Das heißt eben, wenn hier im Stunden- oder Tageschart Kerzen auftauchen, die Daily Range, also sagen wir haben jetzt 100 Punkte oder 100 Pips, ja, wenn dann plötzlich eine Kerze, also durchschnittliche Schwankung, 100, sagen wir mal, und plötzlich taucht so eine Kerze auf, egal in welcher Zeitperiode, von 200, 250.
dann ist das eine Indikation, dass hier richtig Kapital in die eine oder andere Richtung manövriert wurde. Und ja, statistisch gesehen gibt es hier einen Vorteil, dann tatsächlich die Trendrichtung dieser Signalkerze zu spielen. Was wir hier vorhin im Intraday-Chart gesehen haben, ist natürlich eine klassische Umkehr. Da gab es dicke Kerzen nach unten, wobei da auch immer die Frage ist, bei den Verkaufskerzen im M30-Chart vorhin gab es ja auch zwei, drei große Verkaufskerzen nach unten. Also was ist denn hier entsprechend die Impulskerze? Da gibt es die Regel H1 und Tageschart beim Stefan, das weiß ich. Ansonsten ist das eher eine diskretionäre oder subjektive Meinung, ob man das jetzt als Impulskerze oder Reboundkerze sieht. Letztlich statistisch liegt das da auf der Hand, dass man da tatsächlich in Trendrichtung einsteigen kann, weil eben viel Kapital in die eine Richtung gelenkt wurde und die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass das eben weiter in die Richtung geht. Das ist der Witz der Impulskerze. Und liegt man da aber falsch, eben auch hier ganz wichtig, Stops. Ja, also wenn die Impulskerze nicht aufgeht, dann wird es wie zum Beispiel vorhin bei der V-Umkehr beim DAX, da gab es ja jetzt im Prinzip nach H1 oder M30 auch mehrere starke Kerzen und dann plötzlich gab es das Reversal. Ja, wenn die Trendrichtung nicht weitergeht, sollte man sich verabschieden und man muss auch sagen, na, gerade wegen den starken Absturz und vor dem Wissen, dass der DAX eben fast seine Tagesrange schon verdoppelt hat. Also wir haben ja vorhin gehört, rund 98, 100 Pips ist die durchschnittliche Schwankungsbreite. Ja. Und die hat er nach unten im Prinzip komplett mit 170 Punkten vom Hoch bis zum Tief abgearbeitet. Und da stellt sich mir durchaus die Frage, was ist denn da heute noch an Luft drin nach unten? Natürlich gibt es Tage, wo der DAX mal vielleicht 400 Punkte fällt, aber in der Regel ist das nicht die Norm. Und jetzt ist er eben hier praktisch genauso an den Punkt des Limits gelaufen und jetzt sind wir wieder am Einstand. Und insofern würde ich sagen, schauen wir uns dann mal in gut, was haben wir jetzt, 11, 12, 13, 14, also gut 3 Stunden dann praktisch das nächste Chartbild an zum DAX, zum Dow Jones, 14.15 Uhr, wie gesagt, geht es weiter, liebe Leute, also nicht ganz 3 Stunden, wollen wir uns dann aber praktisch hier nochmal eine Pause gönnen, damit der Andreas auch nochmal ein Bier zapfen kann zur Mittagspause oben in Berlin, ja, dass du dir da auch nochmal ein bisschen... Ich glaube, ich fahre nochmal schauen, ob es noch den 1-Cent-Döner gibt. Ah, das wollte ich auch nochmal kurz mit einwerfen, ja, dass ihr dann noch ein bisschen die Mittagspause genießt. Vielleicht Mittagssonne hier im bayerischen gelobten Ländle, blau-weißer Himmel, herrlich. Hier ist es wunderschön. Ich hoffe, bei dir oben auch. Insofern kann man nur sagen, dass du die Mittagspause langsam einleitest. Du hast viel Content geliefert, wie gesagt, habe ich nicht anders erwartet. Ich hoffe, der Input war auch für euch, liebe Teilnehmer, genau so, wie er sein sollte. Der Andreas hat auch sehr schön den Markt gecovert, hat auch im Prinzip schöne Level angesagt, gerade mit dem roten Pfeilchen, wo er den Einstieg jetzt dann sozusagen nicht genommen hat und seine 60 Punkte nach oben jetzt in der Spitze wohl hat liegen lassen. War dennoch eine schöne Ansage nach dem Motto, wenn er darüber geht, da kann noch was gehen. Und da wollen wir mal sehen, was da am Nachmittag nochmal beim Dow Jones geht, Schrägstrich hier beim DAX. Das werden wir uns 14.15 anschauen, liebe Leute. Ihr könnt denselben Link benutzen, ja, den ihr jetzt praktisch hier zur Morning Session erhalten habt. Einfach nochmal anmelden und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns heute 14.15 sehen. Ich hoffe, der ein oder andere Herr dieser Runde findet den Weg zurück an den Desktop. Jetzt die 3 Stunden nicht zum Absturz nutzen, ne? Don't drink and trade. Natürlich könnt ihr das ein oder andere zapfen, aber man sollte immer mit Klarheit an den Markt gehen. Und insofern danke erstmal bislang für das positive Feedback. Ich hoffe, wie gesagt, euch hat es gefallen. Wenn ihr mögt, sehen wir uns dann bald wieder. Andreas, ich danke dir für das Dabeisein jetzt. Gönn dir jetzt erstmal eine anständige Mittagspause. Und insofern würde ich mich freuen, dich auch hier 14.15 wieder begrüßen zu dürfen, sofern du den Weg zurückfindest. Ne? Na klar, freue ich mich auch. Bis nachher. Okay, dann eine gute Zeit, alle Leute. Ich würde jetzt sagen, ich stoppe jetzt gleich das Webinar. Wünsche euch, wie gesagt, auch eine schöne Mittagspause. Lasst es euch gut gehen. Bis später. Hoffe, es hat euch gefallen, wie gesagt. Und auf bald, euer Chris. Bis dahin und tschüss.